Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Heute mal wieder mit einem Gast und ich freue mich ganz besonders, Mike Kluge hier begrüßen zu dürfen. Hallo. Hi, hallo. Hallo. Neben mir Dan Miesen, ich bin Ingo Quendler, wie immer. Hallo. Ja, Mike Kluge, ja, wem das kein Begriff ist, aber vielen wird es ein Begriff sein. Cyclocross-Weltmeister, ehemaliger, sehr, sehr erfolgreicher Crossfahrer, Mountainbike, Straßenradsport und so weiter. Da werden wir sicherlich viel drüber erfahren. Aber auch darüber hinaus als Trainer gearbeitet, die Marke Focus, Rennrad-Mountainbikes, die ihr kennt. Das war, glaube ich, alles deine Idee. Und da geht es auch ums Tüfteln, um die Fahrertechnik. Wir sprechen über Gravelbikes, E-Bikes, wie du was wie findest und vielleicht auch mitentwickelst oder welche Ideen du da hast. Also viel Tüftelei, also auch ein bisschen Nerd-Talk über Fahrertechnik. Und das Ganze versuchen wir innerhalb von einer Stunde zu verpacken. Los. Die Zeit läuft. Wusstest du, dass unser Podcast nur so kurz ist? Ja. Na, nee. Wir haben Open End, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Okay. Gut. Aber du brauchst dir, du hast kein Zeitlimit. Du darfst gerne. Habt ihr noch zu essen hier? Also, ja, wir haben zum anderen mal noch Brötchen, genau. Da Zucker bin, okay. Im allerschlimmsten Fall habe ich hier auch noch Moon Valley irgendwie die ganzen Riegel hier zum Essen. Nein, also zu trinken hast du auch. Ja, freuen wir uns, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Und danke auch für die Einladung. Bevor es losgeht, das machen wir mit vielen unserer Gäste, haben wir immer so eine kleine Liste mit Entweder-Oder-Fragen, die vielleicht auch so ein bisschen zu deinem Thema passen könnten, wo du dich entscheiden sollst, was du nimmst und darfst auch kommentieren, warum und wie viel Joker gibt es, wenn man sich nicht entscheiden kann? Ja, eigentlich haben wir gar keine Joker, aber natürlich, wir sind, wenn man sich nicht entscheiden kann. Wir sind kann, nicht kann so streng, wenn du sagst, kann ich mich nicht entscheiden, dann ist das auch gut. Okay. Gut, also dann fangen wir an. Du hast ja auch die Liste. Ja, ne? Ich habe die Liste. Scheibenbremse oder Felgenbremse? Scheibenbremse, ganz klar. Einfach Sicherheit und damals im Cross war ich ja, glaube ich, der Erste, der eine hydraulische Felgenbremse, also mit einer Magura gefahren ist. Damit war ich damals dann über Jahre der Einzige, der 3, 2, 1 anhalten konnte und alle anderen mit den Cantilever-Bremsen. Das waren ja 10 Meter mehr Bremsweg. Das sind Bremsen, die bremsen halt, wenn sie möchten, ja? Nicht wenn du möchtest. Und speziell halt bei Regen wird es immer schwieriger. Und deswegen war ich da schon relativ früh mit hydraulischen Bremsen am Start. Aber noch nicht Scheibe, sondern die gab es noch nicht damals, aber das war schon was so am nächsten an diese Performance in der Bremse rankam. Ja, cool. Dann Tubeless oder Drahtreifen? Also mit Schlauch, ne? Ja, es kommt drauf an. Also Schlauchreifen natürlich beim Cross. Das war ja die nächste Frage mit Schlauchreifen. Die kommt noch. Die kommt erst. Gut, Tubeless. Ja, jetzt sind wir erstmal bei Tubeless oder mit Schlauch, genau. Tubeless. Macht für mich am meisten Sinn. Ja, das kannst du gleich noch hinterher schieben. Dann schiebe ich die hinterher und das wäre nämlich genau der Punkt. Tubeless oder Schlauchreifen? Ja, das kommt drauf an. Beim Cross, wo man mit sehr wenig Reifendruck fährt, musst du im Prinzip Schlauchreifen fahren, weil bei 1, je nachdem 2, 3 Bar, wenn du wenig fährst, weicht der Reifen extrem und der würde so ansonsten runterspringen. Das kann so ein typisches Reifen gar nicht aushalten. Aber ich bin ja nicht mehr in diesem Performance-Bereich, ja? Leider nicht mehr. Oder nee, zum Glück nicht mehr. Okay, danke. Und deswegen fahre ich heute Tubeless. Okay. Dann habe ich das E-Mountainbike oder Cyclocross-Rad ohne E? E. E-Mountainbike? Ja. E tut weniger weh. Also, das ist auch ein schöner Spruch. E tut weniger weh. Es tut manchmal auch weh. Es kommt drauf an. Ich lebe ja jetzt seit irgendwie über 30 Jahren im Schwarzwald und da geht es schon teilweise richtig böse hoch. Und da kommst du mit dem Crossrad keine Chance. Ja, das ist dann kein Spaß mehr. Dann wäre die Frage ja auch passend zu deinem Wohnort. Könnte man dann bergauf oder lieber bergab? Mit den E-Bikes macht das Bergauffahren auch Spaß. Weil ja, habe ich jetzt verstanden. Zur richtigen Challenge, ja. Wenn du so die Wege nutzt, wo im Prinzip das Schwerholz abtransportiert wird und da dann hochkommen, das ist schon eine tolle Challenge. Aber bergunter. Ach, generell auch zu deinen aktiven Zeiten? Ja. Warst du nie der, wo gesagt habe, ich quäle mich lieber den Berg hoch und dann freue mich auf die Abfahrt? Das war nur Mittel zum Zweck, damit ich anschließend die Abfahrt habe. Und ich hatte damals auch Kap Purun gewonnen, den Mountainbike-Weltcup 92.
Und das war das, was mir eigentlich Spaß gemacht hat, ja. Okay. Schön Wetter oder Regen? Schön Wetter. In Klammern Matsch. Das kam schnell. Langarm oder Kurzarm? Kurzarm. Kurzarm heißt wenig anziehen müssen, schnell aufs Rad kommen, Kurzarm. Mhm. Die zusammenhängenden kannst du immer gleich hintereinander wegmachen. Na gut, dann mache ich das auch. Ist ja immer so eine Style-Frage, müssen wir jetzt auch dir stellen. Lange oder kurze Socken? Kurze. Auch kurze Socken. Während ja die ganze Welt, glaube ich, auf lange umgestiegen ist. Ja, das ist jetzt aktuell, ja, ne? Total angesagt. Ich verstehe das nicht, das macht für mich keinen Sinn. Genau, wenn ich in die Sonne gehe als Beispiel, da würde ich nie auf die Idee kommen, so eine lange Hose zu tragen, so eine Badehose. Dann trage ich halt eine relativ kurze, ja, weil ich möchte denn das Wetter, die Sonne genießen, ja. Ja, ja. Vitamin D tanken. Ja. Genau. So, Cross oder Mountainbike? Oh, Mensch. Meine Leidenschaft ist ja eigentlich das Crossfahren, aber die Zeit habe ich, glaube ich, Tatsache hinter mir, Mountainbike. Mehr Komfort, mehr Sicherheit, mehr Möglichkeiten. Geht jetzt noch weiter, Mountainbike oder Straße? Das ist dann wahrscheinlich relativ… Ja, Straße habe ich auch sehr viel Spaß gehabt und hat man mir auch relativ viel Erfolgsaussichten von Fachleuten bescheinigt und… Das lief eigentlich auch gar nicht schlecht, aber leider waren die Umstände irgendwie ungünstig und deswegen glaube ich eher nicht Straße. Okay, ich habe noch zwei davon. Straße oder Gravel? Gravel. Und jetzt haben wir noch Cross oder Gravel. Hey, wir wollen jetzt da nicht so tief ins Thema gehen. Ja. Das kommt wo noch. Wo ist denn was, ist jetzt wie? Im Prinzip sind es für mich eigentlich zwei fast identische Sportarten, die einfach nur einen anderen Begriff haben und vielleicht auch einen anderen Reifendurchmesser. Okay. Gehen wir da auch wieder zum Komfort. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ach, jetzt, du meine dann Güte. Gehen wir halt auch auf Gravel. Ja. Okay. Ja, aktueller Stand. Noch einen Wettkampf fahren machen oder lieber eine Genussfahrt? Das Performance-Thema ist immer noch irgendwie aha, spannend. Ja. Aha. Also so die letzten Sachen waren so 24 Stunden drin im Achterteam. Achterteam, nicht alleine. Jetzt hier im Nürburgring oder wo hast du gemacht? Zum Beispiel. Ach ja. Ja, die Dinger finde ich toll, ja. Oder auch. Und dann auch auf Kette. Ja. Auch da bei Stefan Saalscheider, da oben Duisburg oder München Olympiapark, wenn du mal so für eine halbe Stunde, 45 Minuten mal so zwei Runden raushauen musst. Das ist Spaß. Da kannst du nicht weglassen. Ja, okay. Ja. Also doch noch ein bisschen mehr Wettkampf, okay. Dann habe ich das Thema Fahrtechnik oder viel Watt? Fahrtechnik, ja, da kann man eine ganze Menge mit ausgleichen, ohne sich anstrengen zu müssen. Also anstrengend zwar vorher, wenn du es erstmal lernst, aber wenn es dann erstmal drin ist, dann ist es etwas, was du dein Leben lang in Zieg-Situationen nutzen kannst zum Vorteil oder auch zur Sicherheit. Ja, also kann ich voll nachvollziehen. Ja, okay, die Frage, das könnte eventuell eine Frage sein, die du nicht beantworten möchtest. Wir stellen die trotzdem. Shimano oder SRAM? Muss ich sagen, die haben beide ihre Vor- und Nachteile. Beide Marktführer. Kannst du auch unentschieden sagen? Ja, also die sind für mich okay. Im Moment 50-50, ja. Gut. Dann haben wir im Mountainbike-Bereich Marathon oder Cross-Country? Also jetzt Rennen oder Genuss? Egal. Eigentlich. Ach, in der Kürze die Gewürze. Also Cross-Country. Ja. Und dann, weil ich ja auch weiß, dass du gerne bergab fährst, Cross-Country oder Cross-Country dann? Das hast du ja ausgewählt oder Downhill? Downhill, definitiv. Ehrlich? Ja. Eh nicht gedacht. Ja, ich musste mich damals entscheiden, wo der Mountainbike-Sport im Prinzip hier rübergeschwappt ist und dann die Entscheidung gefallen ist, 96 war die erste Teilnahme des Mountainbike-Sports in Atlanta. Da warst du dabei. Spielen, da war ich dabei. Und als ich mitkriegte, dass es darum geht und die Förderung im Prinzip der DOSB, der unterstützt halt nur olympische Sportarten, musste ich mich entscheiden und dann bin ich praktisch dann zum Cross-Country rüber und habe mit dem Downhill im Prinzip aufgehört. Aber das fand ich schon eine sehr spannende Disziplin, wo du ja schon mit viel Fahrtechnik, aber auch mit einer Menge Einsatz, der teilweise halt auch sehr gefährlich ist,
vorne sein kannst oder nicht. Kurze Zwischenfrage. Guckst du sowas wie Red Bull Rampage und so? Weil ich bin da immer sehr fasziniert, was, also die riskieren da ja Sprünge. Ja, also das ist vielleicht nicht das klassische Downhill, aber das ist schon. Ich finde es unglaublich, was da abläuft. Und ich finde es auch unglaublich, was da so an Gesundheit auch aufs Spiel gesetzt wird. Man kann ja extrem viel, ich sag mal, probieren, aber diese Räder sind per se nochmal leicht, die fliegen lange durch die Luft. Da ist nicht so viel mit Stabilität wie mit Motorrad. Da hast du ja ein relativ sehr schweres Teil, was schwerer ist als der Athlet, der auf dem Motorrad sitzt. Das ist das Fahrrad, das leichte Teil. Und wie schnell sich das im Wind wegdrehen kann und so weiter. Also da ist eine ganze Menge, das ist nicht nur das Runterhüpfen oder ob man sagt, die haben nicht alle, die trainieren schon extrem viel dafür, extrem. Aber der Einsatz, wenn es mal schief geht, der ist dann schon hoch, ja. War ich jetzt dran? Mhm. BDR oder Einzelkämpfer? Einzelkämpfer. Dann habe ich hier den Trainingsplan oder einfach viel fahren? Ist ein Mix aus beidem, das kann man nicht sagen, entweder oder. Ein Mix aus beidem. Okay. Beine müssen rasiert werden oder Wachstum? Haare dran lassen. Also, ich wollte irgendwann schon mal aufhören mit Beine rasieren. Aber ich mache es noch. nicht mehr so super regelmäßig, aber spätestens denn, wenn es richtig rausgeht, dann ist mir das irgendwie schon. Keine Wolle. Ja, ja. Dann habe ich hier Reifen oder beziehungsweise Laufräder 26 Zoll oder 29er? 29er. Definitiv eine gute und richtige Entwicklung. Zumindest wie die Großen, ja. Leider kommen die Kurzen oder die Kinder zu kurz, ja, weil damit natürlich genau dieser Moment, wo die vielleicht Spaß haben können, nachher auf einem zu großen Rad sitzen müssen, das ist eigentlich so ein bisschen schade. Und was an 26 auf dem Markt ist, ist, glaube ich, nicht qualitativ so hochwertig, ja. Also für den Nachwuchs eigentlich ein bisschen schade. Mhm. Guter Punkt. Ein stabiles, robustes Bike oder Weight Weenie? Eigentlich schon solide. Also wenn das Rad nicht hält, dann komme ich nicht an, wo ich hin will. Was nicht heißen soll, dass ein leichtes nicht funktioniert, ja. Aber da ist dann schon so eine Gratwanderung. Also eigentlich schon, das muss erstmal halten. Das heißt, du nimmst nicht den allerleichtesten Carbonlenker, aber vielleicht einen, der Carbon unstabil ist. Genau. Okay. Holland oder Belgien? Ich glaube, Belgien ist nicht so windig wie Holland, ne? Wegen dem Wind. Wir haben jetzt an Cross gedacht. Ja, Belgien ist natürlich eigentlich Nummer eins, obwohl die geben sich nicht viel. Aber in Holland bin ich, glaube ich, auch viele Rennen so in dem tiefen Strandsand gefahren und Dünen rumlaufen, ja, wie so ein Kamel. Und das hatte ich schon damals solche Sachen nicht gut gefunden. Nee, Belgien. Wout oder Mathieu? Ja, im Prinzip eigentlich eher so ein bisschen zum Mathieu, weil ich mit seinem Vater noch Rennen gefahren bin. Ah, und, ehrlich? Ja, und er ist ja dann damals bei der Weltmeisterschaft 92, wo ich als Profi-Weltmeister über die Ziellinie gefahren bin, ist ja der Vater von ihm Pausch Zweiter geworden. Ach, das ist ja eine Story. Ja, und aber ich muss sagen, was Wout jetzt auch die letzten zwei Jahre auf die Beine gestellt hat, auch gerade in der Tour de France, ich habe das letzte Wochenende den Weltcup gesehen in Spanien. Also unglaublich, was die beiden drauf haben. Also Wahnsinn. Also ich kann mich da jetzt auch nicht mehr so richtig entscheiden. Ich finde beide Nummer eins, ja. Beide herausragend. Ja, würde ich auch eigentlich sagen, das kann man nicht entscheiden. Vielleicht ist die nächste Sache, Ingo. Jan oder Lance? Jan. Ohne Frage. Für mich der. Das kann man aber schnell. Er hat einfach unheimlich viel einstecken müssen durch das ganze System. Es gab Leute, die diese Vorgaben gemacht haben. Und die kamen aus meiner Sicht und Wissen aus Amerika. Und das hat im Prinzip das ganze System extrem gestört und extrem geschädigt auch. Hast du ihn mal kennengelernt eigentlich auch? Oder wir sind mal Rennen zusammen gefahren, ja. Na gut, eine letzte Frage noch. Weltmeisterschaft oder Olympia?
Ich glaube eigentlich Weltmeisterschaft, weil die Olympischen Spiele sind so eine Veränderung von dem normalen Tagesablauf und Vorbereitung, weil du in diesem Olympiasystem denn drinsteckst und regelkonform laufen musst. Du hast nicht mehr auf dein eigenes Personal um dich rum, bist dann extrem auch viel fremdgesteuert und deswegen ist so eine WM eigentlich noch die, die eher so authentisch ist mit dem, was du eigentlich normalerweise unter mir auch machst. Und Olympia ist nur alle 4 Jahre? Unter anderem, ja. Okay, ja. Cool. Danke für unsere AB-Anfangsfragen. Ja, wenn wir jetzt mal auf dich als Person kommen, ist ja jetzt, würde ich schon gern die Historie mal durchgehen und ganz am Anfang anfangen, wie du überhaupt zum Sport gekommen bist. Ob das vom Elternhaus kam, ob du Vorbilder hattest und so weiter. Wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen? Bist du da quer eingestiegen? Hat es vielleicht andere Sportarten vorher schon gegeben? Wie ist das zustande gekommen? Ja, wir waren zu Hause 3 Kinder. Und von daher haben wir eh schon miteinander Sport gemacht. Auch wenn es mit Streiten anfing. Und mein Bruder spielte Fußball, meine Schwester Tischtennis und ich war im Volleyball unterwegs gewesen damals. Hatte allerdings einen Verein, die war nicht so sportlich und Performance unterwegs. Ich bin dann früh ins Bett am Wochenende und war beim Spiel und die anderen hatten noch eine Fahne von der Nacht zuvor und das fand ich auf Dauer irgendwie nicht mehr so toll. Dann habe ich Handball probiert, da war ich zu klein. Ich habe immer die Ellbogen so am Hals gehabt und es hat mich wahnsinnig aggressiv gemacht, ja, wie grob da miteinander umgegangen wird. Und, einer der härtesten Sportarten, ne? Ja, also da muss ich ehrlich sagen, da hatte ich mich ganz schnell wieder verflüchtigt aus diesem Umfeld und dann bin ich halt normal in die Schule auch und da war mir der Schulweg immer zu lang, zu langweilig zu laufen und dann kam es aufs Fahrrad und habe mir Räder selber umgebaut und rumgebastelt und dann kamen die ersten Rennen mit den Klassenkameraden. Dann hatte ich damals in der Schule auf dem Pausenhof den längsten Bremsstreifen und musste dann auch zum Rektor deswegen. dann musste ich zu meinen Eltern, weil alle Räder, die wir zu Hause hatten, die waren hinten durchgebremst. Ich lag dann immer so auf dem Lenker, um das Hinterrad zu entlasten, ne, und habe dann über den ganzen Hof darüber gerutscht. Und ja, das war dann eigentlich auch der Ausschlag meiner Eltern, dass ich diese zerstörerische Energie in was Positives umleite. Und dann hat mich mein Vater im Prinzip dann angemeldet oder meine Eltern bei so einem Hobby-Jedermann-Rennen. Und da habe ich die ersten beiden gleich gewonnen. Ach so, gar kein Verein, erstmal gleich mal hingehen da. Genau, ja. Mit dem Rennrad dann, oder? Ja, Rennrad war das nicht. Das war ein Trekkingrad mit dem Rennlenker, und da habe ich Schutzblech abgebaut vorher. Und dann habe ich die gewonnen. Dann ist damals auch Dietrich Thurau dann 77 im gelben Trikot gefahren. Ich glaube, 15 Tage. Das habe ich mir jeden Tag angeguckt. Und mein Vater hat mich dann angemeldet im Verein damals Zehlendorfer Eichhörnchen. Und dann haben die mir erstmal das Fell über die Ohren gezogen, ja. Weil ich dachte, wenn ich da die Ränder gewinne, dann würde es da so weitergehen. Aber also, das war dann nicht da gleich so. Da war ich dann leider weit entfernt. Und bei den ersten Rennen wurde ich, erstmal bekam ich einen Blutgeschmack, was ich noch gar nicht kannte bis dato. Dann wurde ich überrundet, andauernd. Und mein Vater schrie von außen rein, ich soll da dranbleiben, aber ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Und dann hieß es Windschatten fahren. Was für ein Windschatten, ja. Mhm. Also da war noch eine ganze Menge zu lernen. Und aber das war für mich der richtige Sport, weil ich mich damit auch Tatsache auch richtig gut auspowern konnte. Da warst du so 15, 14, 15? Ja, 15, so? Ja. Okay, ist das dann, gab es dann irgendwann einen Moment, also jetzt hast du ja die ersten beiden Rennen gewonnen. Das ist ja dann dieser motivierende Moment, vielleicht überhaupt zu sagen, ach, Radsport ist ja cool, dann merkst du, okay, ist ja doch nicht so cool, ich komme ja gar nicht mit. Gab es irgendwann so einen Moment, wo du gemerkt hast, oh, ich habe ja doch Talent, mich zu quälen oder ist da irgendwo ein Knoten geplatzt oder war es harte Arbeit oder dann doch das Rutschen mit dem Reifen, was dir Vorteile gebracht hat? Wo kam dieser Moment, dass du gemerkt hast, okay, das ist was, ja, bis hin dazu, was ja später mal dein Beruf wurde? Ja, manchmal ist es auch ein bisschen Glück und die Umstände, die zusammenlaufen müssen. Also A, dass ich die Unterstützung von zu Hause, also meiner Familie hatte.
Manchmal auch ein bisschen zum Nachteil meiner Geschwister, weil die damit natürlich ein bisschen kurz kam. Mein Vater war oft mit mir bei Rennen an Wochenenden unterwegs mit dem Auto, weil nicht immer war ein Auto oder ein Fahrer zur Verfügung. Dann war er natürlich mit mir relativ viel unterwegs. Anders sonst wäre das gar nicht gegangen. Das nächste war, dass ich im Verein auch gute Trainer hatte. Jeder hat so sein Puzzleteil dazugegeben, wo ich selber letztendlich geguckt habe, was kann ich für mich daraus verwerten. Und ja, und im Prinzip hat eigentlich mein Vater in letzter Instanz, ging es nochmal um ein wichtiges Sichtungsrennen damals in Straßburg als Juniorenfahrer. Und der Verein wollte hinfahren eigentlich und dann kurzfristig, weil keiner von denen die Performance hatte, haben alle abgesagt und wir waren alleine da. Jetzt hatten wir auch nicht so das Geld gehabt, irgendwie zu übernachten und so weiter. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, du, dann machen wir es so, dann fahren wir morgen früh um 2 Uhr, also mitten in der Nacht, fahren wir los, schläfst du auf dem Rücksitz, fahre dich nach Straßburg, du fährst das Rennen und fahren wir nachher zurück. Man muss dazu sagen, du kommst aus damals dann West-Berlin. Richtig, ja. Das heißt, ich hatte auch noch die ganze Ostzone durch. Ostzone durch, ja. Was für ein Ritt? Das waren dann so fast 750, 800 Kilometer gewesen, ein Weg, ja. Ja, und dann habe ich da hinten schön geschlafen. Wir haben, mein Vater ist gefahren und dann irgendwann wurde es dann hell draußen und dann wurde mir dann schon so ein bisschen komisch, weil ich wusste, da ist ja so viel Aufwand jetzt betrieben worden, dass wir jetzt darüber fahren. Ich muss ja da im Prinzip auch gewinnen, ja. Was ich denn Gott sei Dank auch habe und deswegen war die Maßnahme auch richtig gewesen und ja, manchmal musst du solche Sachen dann einfach auch riskieren und durchziehen und da war ich natürlich froh, dass da mein Vater im Prinzip das erkannt hat und mich da so unterstützt hat und da am Wochenende irgendwie 1000. Das ist ganz schön viel. Ah, 600 ja. Kilometer im Auto saß. Das heißt, da wurdest du sozusagen entdeckt, genau. von größeren Teams, was auch immer. Wärst du da nicht hingefahren, hätte das Ganze auch schiefgehen können, dass du nie Radsport betrieben hättest im professionellen Never Bereich. No. Also damit kam ich dann in die Nationalmannschaft auch rein. Ja. Okay. Und ab da war ich dann im System damals unter der Regie damals vom Klaus Jürgens, der unser Bundestrainer damals war und der hatte wirklich eine total tolle Art. Wir hatten damals noch Trainingslager, noch richtige. Ich glaube, es waren im Winter, glaube ich, so 2, 3 Trainingslager, so im Cross, so eine Woche. Und es war natürlich sehr hilfreich, weil dieses Training im Winter ist natürlich schon Programm, ja. Wenn du dich so alleine jeden Tag rausquälen musst, Schneematsch, eisige Kälte, dann hast du damals natürlich nicht so das Material wie heute, ja. Hast du damals konntest auch keinen Zwift fahren. Ja, auch die Kleidung war auch damals. Mehr, du hattest dann irgendwie, weil auch nicht hier noch Geld da war, da ist ein paar Radschuhe, du hast ein paar Handschuhe und bis die wieder trocken sind, dann musstest du mit dem Föhn und was du dafür einen Aufwand betrieben hast, ja. Heute geht es mir ganz anders, aber damals hätte ich sowas eigentlich gebraucht, ja. Und ja, von daher war das gar nicht so ohne gewesen, sich damals so durchzusetzen, ja, und daran auch zu glauben. Und so alles, was ich so an Taschengeld hatte, ging logischerweise in den Radsport rein. Die Zeit von jetzt bin ich mal die ersten 2 Rennen gefahren, dem Verein beigetreten, bis dann du in die Nationalmannschaft gekommen bist. Das war aber kein langer Zeitraum, das war dann auch nur so 2, 3 Jahre. Oder habe ich jetzt irgendwie, hilf mir ein bisschen, ja, in der Timeline. Ja, so ein das bisschen. Ging nicht so lange, weil ich natürlich, ich fing auf der Straße fing an zu fahren so, und dann wurde es langsam Herbst und dann wurde langsam Winter. Und jetzt fahren wir Cross. Oh, wie geht Cross? Ja, wir müssen jetzt ein anderes Rad besorgen und mit anderen Bremsen und dann dachte ich, das finde ich ja mindestens genauso cool wie Straße, ja. Mhm. So mit reindriften und so ein bisschen auch so steuern und ein paar Sprünge machen. Das fand ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Und mit diesem Wissen kam ich wieder auf die Straße und war dann eigentlich schon für die Straße wiederum ein bisschen fitter gewesen, ja, auch mit mehr Fahrtechnik, weil im Prinzip ist eigentlich so ein Crossrad wunderbar geeignet, um Fahrradfahren zu lernen. Weil du hast da halt keine großartige Federung wie heute mit den Mountainbikes oder keinen riesen Durchmesser wie bei Gravelbikes. Aber wenn du mal stürzt, tut es nicht gleich so weh wie auf der Straße. Also von daher ist das eigentlich für mich das beste Rad, weil du auch schnell das Feedback kriegst, was du da machst, ob das auch entsprechend der physikalischen Norm ist oder ob es nicht funktioniert und wehtut. Ja, kennen wir ja beide ja auch, wir sind jetzt hier viel im lokalen Deister unterwegs, wenn wir da im Winter mal so die Spur nicht halten können und du, da droht das Vorderrad wegzurutschen und du kriegst es dann noch gefangen,
klar, wissen wir beide auch, wir werden dadurch auch die besseren Radfahrer im Rennradbereich. Ne? Ja. Ja, klar. Hast du damals war ja auch diese Ära, wo es losging dass die Mauer irgendwann dann gefallen ist und die Ostdeutschen, als du deine Karriere angefangen hast, wurde da ja ganz anders trainiert als im Westen oder doch nicht? Hast du das so ein bisschen mitbekommen, was da radsportmäßig im Osten passiert ist? Also diese typische, da ist ja auch Jan Ulrich, Zabel und wer da nicht alles rausgekommen ist aus diesen ganzen Dings. Und du im Westen auf eine andere Art, kriegt man das irgendwie mit? Ja, wir sind natürlich nachher später gegeneinander Rennen gefahren, ja. Von klar. Daher hatten wir und auch schon in der Zeit hatten wir schon miteinander Berührung gehabt, logischerweise. Wir gingen da eigentlich sehr freundlich und ganz normal miteinander um. Haben uns auch gefreut eigentlich, uns auszutauschen, ja, obwohl wir eigentlich, also die gleiche Sprache sprechen, aus dem gleichen Land eigentlich kommen, ja. Aber trotzdem getrennt sind. Aber in Berlin war natürlich für mich das Handicap, wir hatten eine Trainingsstrecke gehabt von 38 Kilometern. Okay. Das war so Grunewald und raus nach. Ach stimmt, du konntest kennst ja du jeden nicht raus, Stein, du kennst jeden ja Stein nicht. Mit Vornamen. Brücke der Einheit, genau, ja, Molake. Und ja, wenn du halt 200 Kilometer fahren willst, dann bist du halt 5, 6 Runden drauf gefahren, ja. Das Gute war natürlich gewesen, wir hatten damals den Wolfgang Schulze, das war unser Trainer gewesen in Berlin oder auch im Verein damals bei den beim RC Charlottenburg. Der war morgens um 9 Uhr beim Treffpunkt, so, da kamen alle Radfahrer hin und dann ging's los, ja. Das heißt, du hast immer Begleitung gefunden. Immer Leute dabei gehabt. Du bist dann morgens mit unseren, ich sage mal, Amateurprofis, fuhren wir dann morgens los. Dann waren haufenweise Hobbyfahrer mit dabei oder Jugendfahrer oder Arbeitslose. Und die haben sich dann, desto länger wir gefahren sind, wurden es immer weniger. Bis nachher nur noch halt 3 oder 4 übrig geblieben sind. Aber der Vorteil war, auch wenn du mal später kamst zum Training, hast du geguckt, von wo müssen die jetzt kommen, dann bist du entgegengefahren. Also selbst wenn du nicht motiviert warst, morgens trainieren zu gehen, musstest du im Prinzip nur deinen Arsch dahin bringen und dann warst irgendwann du in der Gruppe ein. Und dann Gruppendynamik okay. Und dann ging es ab. Das war für mich nachher ein extremer Lernprozess, als ich runterging in Schwarzwald. Weil du da einfach alleine für dich ja, und da triffst du keinen. Da ist gar keiner da. Und kannst du 200 Kilometer fahren, ohne die Runde zu wiederholen. Ja, das war ein Riesenvorteil, aber dass ich das erstmal verinnerlicht habe und gelernt habe, zum Anfang war das wirklich schwierig, weil ich fahre dann mal morgen früh um 9. Ach, da ist ja eine Wolke, da werden wir noch warten. Und Thema da ist noch eine Wetter. Andere, da warten wir auch. Jetzt ist ja schon kurz vor 12, warten mal. Ich esse mal Mittag erstmal, dann hast du gegessen, dann hast du einen schweren Bauch. Und so ist immer ein Tag verstrichen und dann wieder ein Tag. Und dann habe ich gesagt, so, ab jetzt gibt es eigentlich nur eins. Es ist 9 Uhr Abfahrt, egal was passiert. Und so, das war erstmal die erste Maßnahme, die ich für mich selber gelernt habe. Ansonsten geht es nicht, ja. Wie eine Arbeit halt. Ja. Wann wurde es denn zur Arbeit, dass du wirklich sagtest, okay, ich weiß, dass du, glaube ich, mehrfach Amateurweltmeister im Cyclocross warst. Da ist es, glaube ich, noch nicht so, dass man davon leben kann. Aber irgendwann bist du in diesen Profistall rüber gewechselt. Wie ist das vonstatten gegangen? Wann war das auch ein Ziel vielleicht? Oder ist das auch wieder nur so passiert? Ja, das mit dem... Der erste WM-Titel war ja 85, da lebte ich ja noch in Berlin, in München damals. Und Amateur dann. Und Amateur, ja. Und dadurch bekam ich in Berlin eine Senatsstelle. Also ich war angestellt beim Senat, war aber freigestellt für den Sport. Ah ja. Aber das war dann für mich im Prinzip, der Sport war dann für mich zu sehen wie eine Arbeit. Also wenn ich da nicht morgens da war, dann gab es einen Anruf, wo bist du geblieben? Ist das oder so eine Art, wie Abend? So eine Art Sportförderung früher gewesen? Im Prinzip war das so, man wollte eigentlich damit auch einfach die Top-Athleten in Berlin halten mit dieser Stelle. Okay. Und das hat dann schon ein bisschen, also es war schon beruflich gewesen, war. Ich war zwar noch offiziell noch im Namen, war es noch Amateur, aber eigentlich war das schon relativ professionell gewesen, was wir da gemacht haben. Und später, als ich dann nachdem ich das zweite Mal nicht bei den Olympischen Spielen auf der Straße, 84 war ich leider nicht dabei, obwohl ich dort zu den 2, maximal 3 besten deutschen Rennfahrern, Straßenrennfahrern gehörte und 88 Seoul, da gehörte ich zu den 6 Top-Rennfahrern, auch nie dabei war. Das Problem war damals, man wollte eigentlich nicht, dass irgendwie Cross und Straße gemischt wird.
Das war damals für mich. Und dann haben die dich als Cross abgestempelt und wollten euch dich oft für die Straße nicht mitnehmen? Ja, ich konnte halt im Frühjahr, wo ich noch in der Regeneration war, nach der Cross-Saison, konnte ich im Prinzip im Frühjahr keine Punkte sammeln. Und ach nach so. Den Punkten wurden nachher die Athleten nominiert. Und diese Punkte konnte ich nicht kriegen, weil ich da noch im Prinzip erstmal nach in dieser bitteren, kalten Cross-Saison erstmal eine kurze Pause machen wollte, um dann praktisch wieder loszulegen. Und war ja auch immer regelmäßig wieder, wenn es denn losging um Rundfahrten und so weiter, war ich wieder vorne dabei gewesen. Und hatte damals das Problem, dass man das nicht gerne gesehen hat, oder auch gerade Straßennationalfahren, denen wurde es ja verboten, auch Cross zu fahren. Bei mir konnte es nicht machen, weil ich nun Weltmeister geworden bin. Nein, denen aber wurde das verboten? Ja, ja, ich dachte, das war so Usus, dass die dann Christoph, im Winter... Christoph Pfingsten zum Beispiel, weiß ich ganz genau, die muss sich entscheiden und wer Cross fährt, der darf nicht in die Straßennationalmannschaft. Und ja, das ist, wenn ich das so heute so erlebe... Guck, weil wir gerade hier Van der Poel nennen, ne? Also auf wie gut es denen eigentlich geht. Die werden gefeiert dafür, dass sie es machen. Und auf beiden Hochzeiten. Und ich musste damals im Prinzip diskutieren und hatte im Prinzip soweit die Probleme gehabt, dass ich nicht zu den Olympischen Spielen gekommen bin. Ja? Und im dann, besten Alter dann auch. Genau. Und dann 88... da saß ich dann zum zweiten Mal heulend vom Fernseher, weil ich... Das war Seoul dann, ne? Genau, war Seoul, weil ich, ich hatte dort alle aufgestellten Kriterien erfüllt. Sprach dann mit dem Bundestrainer dann nach dem letzten Rennen. Alles klar, ja, wir geben dir Bescheid, ich melde mich. Für mich war es eigentlich klar, weil ich habe genau die Sachen erfüllt. Und habe dann per Videotext dann erfahren... Wir begeben bekannt die Aufstellung der Fahrer und da saß ich heulend davor und dann war für mich das Fahrradfahren erstmal erledigt gewesen. Ich habe gesagt, es reicht mir jetzt, ich möchte nicht mehr fahren. Habe das Rad an den Nagel gehängt und bin dann damals nach Amerika gegangen. Hatte damals eine Freundin da und bin dann ausgestiegen, ja. Wenn ich an die Anfangsfrage denke, so WM und Olympia, dann würde ich ja schon sagen, dass da der Stachel schon sitzt. Also wenn ich dich so ein bisschen höre. Also, will dir nicht zu nahe treten, ja, aber ja, man ja. merkt natürlich schon, das ist doch Käse. Das war schon auch ein Traum, ne? Ja, vor allen Dingen, ich hatte es auch damals den entsprechenden Team, Team Stuttgart damals, oder Team Telekom auch vorgeschlagen, aber gesagt, nee, auch die waren an dem Punkt, wir wollen reine Straßenfahrer und keine Crossfahrer. Aber Leute, ihr habt doch denn jemand, der fährt 12 Monate. Ist der irgendwie unterwegs? Das kann doch eigentlich nicht. Entweder kannst du gut Radfahren oder kannst du gut Radfahren. Vollkommen richtig. Aber auch die Teams damals, zu der damaligen Zeit, wollten das auch nicht haben. Und somit konnte ich nichts machen. Obwohl ich eigentlich wusste, was ich da mache, ist richtig. Das befruchtet sich gegenseitig, ja. Diese Explosivität, die du im Cross haben musst, ja, die Fahrtechnik, die kannst du auch im Straßenrennen wieder nutzen, ja. Aber die Köpfe der damaligen Trainer und der Verantwortlichen im Verband, die waren nicht so weit und dann kannst du einfach nur mal 25 Jahre warten. Da warst du dann ja 30 Jahre vor der Zeit, wo das auf einmal. Ja, heute ist das ganz normal, gell? Wo solche Leute den anderen, wo du ohne diese Cyclocross ja gar nicht vorne mit reinhalten kannst, so, zumindest bei den Klassikern nicht. Naja, auch wenn du jetzt mal ganz kurz nicht nur Cross, sondern auch Mountainbike siehst, guck dir Peter Sagan oder so, auch Mountainbiker, der da die Faxen machen kann beim Straßenradsport, da sagt ja auch keiner, wo kommst du denn her? Ja. Schade eigentlich, aber mit reinhalten hast du genau recht, ja, so Rennen, wo so Windkante gefahren wird, ne? Ich meine, da wird ja schon richtig geprügelt, ne? Und da war ich in meiner ersten Reihe und da hat mich keiner von den damaligen russischen Fahrern oder DR-Fahrern irgendwie rausgedrängt. Die wussten, wenn also ich da geprügelt rein will, meinst du Ellenbogengesellschaft? Ja. Geprügelt die, kann man mich auch. Mich haben die reingelassen, weil die wussten, dass der gibt nicht nach. Du kannst und das dich kam durchs Cross, ja. Genau. Das heißt, bist du da auch wirklich mit den Funktionären aneinander geraten? Hast du das, weil du bist ja jetzt, glaube ich, auch keiner, der jetzt sagt, okay, also du äußerst dann schon deine Meinung und alles, ne? Vielleicht auch öffentlich, aber es keine Chance gehabt, da irgendwie gegen anzustinken? Ich war dazu alleine eigentlich. Ich habe es im Prinzip durch meinen Trainer und auch durch meinen Vater, da gab es einfach, wenn etwas richtig ist, dann muss man sich dafür auch einsetzen, ja. Wenn ich dennoch so ein bisschen vielleicht Diplomatie mitgekriegt hätte, ja, wäre das vielleicht zielführender gewesen, aber das hatte ich damals nicht. Ja, du warst richtig sauer. Ich war richtig sauer und konnte es auch
nicht nachvollziehen, noch nicht verstehen, wie man jemanden, der eigentlich das ganze Jahr für unterwegs ist, dafür bestrafen will. Ja, das, ja bestrafen, das ist ja für Olympia totaler Tünnif. Du brauchst ja, also das in Anführungsstrichen, Nationen will ja möglichst den besten Platz erreichen. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, wer als Straßenmeister 84, 88 da geglänzt hätte. Aber gut, okay. Ja, das waren alle erfolglos in dem Jahr, alle. Mhm. Und der damalige Bundestrainer Peter Thaler wurde auch danach dann direkt entlassen. War natürlich eine Schlussfolgerung daraus, ja. Hätte anders haben können. Wie das Thema habe ich zwar irgendwo für später schon mal aufgeschrieben. Nagt das dann auch, dass Cyclocross keine olympische Disziplin ist, wo du sagst, Mensch, das wäre doch, also selbst bis heute ja nicht. Also selbst wenn es damals nicht war, da weiß ich auch nicht, da gab es ja Mountainbike auch noch nicht, glaube ich, als olympische Disziplin. Aber Cyclocross war ja nun querfeldein damals auch genannt oft. War ja eine Sportart, die Tradition hatte, die ewig lange lief. Hat man darüber nachgedacht, warum macht ihr das nicht olympisch? Weil dann hättest du deinen Startplatz ja gehabt. Ja, im Prinzip wäre es eigentlich möglich gewesen. Man wollte es bloß per se im Winter behalten, diese Sportart. Und bei den Winterolympischen Spielen ist Schnee oder Eis eine Grundvoraussetzung der Betätigung der Sportart. Und das brauchst du beim Cross nicht. Du brauchst kein Schnee oder Eis. Du brauchst Sand, Schlamm, und was, Wiese. Und auf die Idee, das im Sommer zu kommen, kam keiner, weil das war im Prinzip Straßensaison. Man wollte da keine Parallelveranstaltung zu dem Straßenrennsport im Ursprung. Ja, heute hast du Mountainbike, heute hast du Gravel. Heute wäre es im Prinzip eigentlich wiederum, ja, es ist manchmal einfach nur ein Thema der richtigen Einstellung und der Vision, die man erstmal haben muss. Tut man der Sache damit einen Gefallen? Hat es einen Vorteil für die Sache oder hat es einen Nachteil? Ja? Und den Nachteil habe ich selber nicht gesehen, aber die Verantwortlichen bei der UCI bzw. beim IOC haben diesen Sport halt im Prinzip nicht haben wollen. Aber wenn ich das betrachte mit Mountainbike, das ist ja dann olympisch geworden. Und die momentan veranstalten Mountainbike-Rennen, die ich bei Olympia sehe, kein langer Kurs, viele Runden, ich sehe viel, alles wird viel gefilmt und so. Eigentlich ist es doch, also ich hätte schon fast gesagt, eigentlich ist es ja der abgesteckte Crosskurs, vielleicht ein bisschen größer. So weit entfernt ist der ganze Spaß ja gar nicht. Kurzer Kurs beim Mountainbike. Weißt du noch, wie das damals war, wo ich gefahren bin? Da war es noch kein kurzer Kurs. Richtig, ja. Später nachher wurden es schon kürzer, aber zum Anfang, wo ich den Weltcup zum Beispiel 1990 gewonnen habe, den Gesamtweltcup, da waren die Rundenlängen zwischen 10 und 25 Kilometer. 25 Kilometer, eine Runde, damals in Aviemore in Schottland. Korrigier du mich ganz kurz, will ich ganz nur sagen. Bei 25 Kilometer, wer soll dich denn da filmen von der Kamera? Genau, das war der Punkt, weil ich war ja Profi, das heißt, ich muss ja damit Geld verdienen. Genau. Und Geld verdiene ich, wenn ich in die Medien komme, also speziell in die elektronischen Medien. Und Aviemore waren damals 3 Runden auf 25 Kilometer, also 75 Kilometer. Das Rennen war irgendwie knapp 4 Stunden gewesen. Also du warst, wenn dann Zuschauer mal pinkeln ging und du kamst da vorbei, dann hat er dich irgendwie mal 2 Stunden nicht gesehen. Ja, und das Fernsehen im Prinzip genauso, auch die Fotografen. Und dann hatte ich im Prinzip damals 92 an die UCI, Hein Verbogen war damals der UCI-Präsident, der gesagt, bitte, damit wir diesen Sport nicht verlieren, beziehungsweise eine neue Plattform schaffen, müssen die Rennen kürzer sein. Ich hatte plädiert auf 5 Kilometer Längen, Männerrennen 1,30, Frauen 1 Stunde. Ich muss ehrlich gucken, ob ich diese E-Mail nochmal finde. Es war 92, nachdem ich Weltmeister geworden UCI bin. UCI hat Mountainbike 1990 aufgenommen, ist das richtig? Also habe ich mir zumindest so eine kleine Randnotiz gemacht. Da war es noch relativ individuell. Okay. Das kam ein bisschen später, glaube ich. Und mit der Streckenlänge waren wir. Genau. Ja, ja. Und 5 Kilometer pro Runde. Hat man mich ausgelacht. Das ist ja ein Crossrennen. Ich sage, wir fahren da auf Mountainbikes. Außerdem ist ein Crossrennen 2,83 Kilometer. Und vor allen Dingen hat man die Möglichkeit, da wird mehr Spannung sein. Es wird vielleicht zu Zielsprints kommen. Und die ganze Ästhetik kommt besser rüber, wie wenn du so ein irre langes Rennen hast, wo irgendwie alle 2-3 Minuten irgendeiner durchs Ziel torkelt, ja, halb bewusstlos. Das macht doch keinen guten Eindruck für den Sport. Man kann ja trotzdem die langen Rennen machen, aber das ist wie die Formel 1, ja. Knackig,
schön medial präsentiert. Und es hat im Prinzip 20 Jahre gedauert. London war 2012, glaube ich, ne? Ja. Rio war 2016 und ist London 2012 gewesen. Ja, 20 Jahre gedauert, bis man im Prinzip, da war es erste Mal 5,2 Kilometer die Rundlänge gewesen. Ja, ist schade, wie das manchmal, wie man so Sachen irgendwie so sieht, wenn man im Geschäft unterwegs ist und hat tolle Ideen, aber wenn du keinen Mitstreiter hast oder dass Leute diese Vision gar nicht haben, dann passiert es nicht, ja. Und dann dauert es halt lange. Hast du denn irgendwelche Funktionäre, zu denen du ein gutes Verhältnis hast, oder ist das dann wirklich so, dass du sagst, ach du Scheiße, jetzt habe ich so coole Ideen, keiner kümmert sich drum, dass man da auch schon sagt, okay, da sind wir, werden jetzt nicht meine besten Freunde. Da war ich zu weit weg und ich muss auch dazu sagen, ich war leider damals durch den Bund Deutscher Rad, da war ich schon geschädigt, ja, durch diese aufs Abstellgleis gestellten Sachen bei Olympischen Spielen, da verlierst du natürlich ein bisschen zu diesem System das Vertrauen. Und deswegen war mein Schreiben damals auch an den Präsidenten und da kam halt nichts zurück und da habe ich das im Prinzip mal gesagt, ich habe gar nicht die Kraft und die Energie, da weiterzumachen, ja. Nun warst du ja trotzdem 96 in Atlanta bei Olympia. Was war denn da die Streckenlänge und war das dann trotzdem eine Genugtuung für dich? Oder vielleicht ist Genugtuung, ja, was? Wie war denn das? Ich glaube, Atlanta, wenn man so Athleten hört, die bei den Olympischen Spielen vorher und danach waren, war, glaube ich, so die schlechteste Austragung. Ja. Okay. Wir hatten auch ein super kleines Zimmer, wo du dich eigentlich, wenn der eine irgendwie den Kopf aufmacht, der muss der andere das Zimmer verlassen. Also okay. Das war schon wirklich extrem. Und wir waren ein halbes Jahr vorher in Atlanta zur Streckenbesichtigung. Ja. Und wir wussten, zu dem Zeitpunkt wird es dort richtig heiß sein. Und es wurde viel über Wiesen gefahren. Und es war eine Runde von 11,8, also 12 Kilometer. So richtig kurz? War wie so eine 8, ja. Mhm. Und ich dachte, ich drehe durch, wo ich das sehe. Ich sage, Leute, nehmt eins von diesen Loops raus. Das reicht vollkommen aus. Wir brauchen nur eine Hälfte, oder warum brauchen wir? Und dann haben wir eine tolle Strecke. Wir sind ein Häufchen von 55, 60 Rennfahrern. Das wird ansonsten Tragödie, ja. Und das ist genau auch so passiert. Ich hatte leider mir ein Rad noch umbauen lassen vorher mit einem stärkeren Hinterbau, also mit einer vom Durchmesser größeren Kettenstrebe. Hatte die denn drüben erst in Amerika umbauen können, weil der Rahmen zu spät kam und damit war das Kettenblatt zu dicht an der Kettenstrebe und ich hatte so einen Chainsack gehabt vorne, also das, die Kette ist zwischen Kettenblatt und Strebe. Kennt man ja kaum noch, ja, bei One Boy. Damals mit dem Dreikettenblatt, da war das schon ein bisschen anders gewesen und die ist so zwischengeklemmt, dass ich sie nicht mehr rausgekriegt hätte, die Kette, und damit war ich an Position 4 liegend damals, musste sie dann aufgeben. Aber ja, wie du gesagt hast, trotz alledem waren da auch wieder die 12 Kilometer. Und nachdem ich aus dem Rennen raus war, hat auch damals ZDF auch, weil die hatten so eine Großbildleinwand gehabt, so Public Viewing damals, wo ich dort am Start war, wurde auch danach die Übertragung direkt abgeschaltet. Ja, also man hat dem Sport keinen Gefallen getan. Es hat irre lange gedauert, bis man überhaupt wieder anfing. Und erst mit der kürzeren Rennstrecke und der Möglichkeit, Fotografen eine größere Plattform zu geben, tolle Actionbilder zu machen oder auch den elektronischen Medien die Chance zu geben, dass sie das komplette Renngeschehen filmen können, weil oft war das so, es verschwand irgendwie eine Gruppe mit 6 Fahrern und dann kamen 2 und 4 und du wusstest gar nicht, was da passiert ist, ja. Und gerade nachher auch durch Red Bull, die haben natürlich das Ding toll vermarktet und damit wurde bis in den letzten Winkel eigentlich Kameras aufgebaut und dann konntest du genau diese Position sehen und dann macht es natürlich Spaß, dabei zu sein. Guck dir solche Sportarten wie Biathlon an, wenn da nicht der Kurs ganz kurz wäre und 500 Kameras da stehen würde, dann würden wir das nicht am Fernseher so genießen können. Ja, ist genau das Beispiel, kurzer Kurs und jedes Geschehen ist eingefangen. Also. Aber du hast jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, war das da mit den Zimmern und auch alles so doof, dass du auch jetzt nicht nochmal sagst, Mensch, das war ein tolles Erlebnis, mal bei Olympia dabei gewesen zu sein. Das ist ja so dieser Spirit, der war auch nicht so da, wie man es gerne gehabt hätte, verstehe ich daraus. Okay. Ja, es war wirklich, das ging an mir leider vorbei. Auf der Straße hätte ich es mir wirklich damals gewünscht, schon gerade Los Angeles, da war ich damals 22 Jahre alt. Und ich dachte irgendwie, das,
Ich habe alles dafür in dem Jahr auch geopfert. Ich hatte Einladung gehabt nach Südamerika, nach Japan zu rennen. Und mein Trainer damals sagte, nein, du fährst hier genau regelkonform die ganzen Nominierungsrennen, die wir fahren müssen, damit du die Punkte machst. Und ich habe das alles im Prinzip gemacht. Und dann bist dann du trotz bist du Punkte nicht mitgenommen. Okay. Zu Hause geblieben, ja. Na gut, ja. Das, ich würde jetzt mal noch mal ganz kurz, ob du Vorbilder hattest und auch überhaupt, ob du vielleicht auch Tipps hast für die Jugend von heute. Was war damals dein Vorbild? Hattest du irgendeinen Radfahrer als Vorbild? War es vielleicht Van der Poel? Nee. Damals? Die Tourer war es. Ja, stimmt, das hast du ja schon gesagt. Ja, jetzt wurde Didi Tourer, oder auch Eddie Merckx vorher. Natürlich auch Rudi Altig, von dem ich auch einiges gelernt habe, der ehrlich ein Funskerl war. Und bei denen hatte ich auch meine Zeit gewohnt. Da war ich selber so ein bisschen down und motivationslos. Und er sagte, komm mal zu mir. Und das ist auch eine coole Geschichte eigentlich, die Schlitzohr. da hat er mich eingeladen und ich hatte dann bei ihm einen Monat gewohnt und hat da ein bisschen trainiert, aber gar nicht so viel. Aber Rudi hatte viel Termine gehabt und er sagte, er müsste morgen nach Frankfurt, der wohnt ja in Bad Neuaar, beziehungsweise Ahrweiler. Und das waren so 200 Kilometer, ob ich Lust hätte mitzufahren nach Frankfurt. Ja, ich muss nicht trainieren, klar, fahren wir mit dem Auto irgendwo hin, ja. Und dann macht die Garage auf und dann steht da ein 911er und ein 500er Mercedes. Welchen sollen wir nehmen? Den Mercedes. Ja, willst du fahren? Ja. So, und dann bin ich da natürlich Vollgas dann nach Frankfurt, Termin und fährst du, Rudi? Nee, wenn du willst, fahr. Oh, wunderbar. Und wieder zurück. Und dann hatten wir zwei Tage später einen Termin. Können wir mal mit dem Porsche fahren? Ja, willst du fahren, Mark? Ja, ich war also ich wieder hin und her. Und so ging das eigentlich 4 Wochen. Er ist nicht einmal gefahren. Und ich denke mal, ich bin auch später mal Autorennen gefahren, also ich hatte da schon ein Faible dafür gehabt und war da auch oft am Limit unterwegs, aber er hat nie was gesagt und auch wenn es mal so richtig mal in die Bremsen ging, kein Ton irgendwie. Und bis ich dann irgendwie mitkriegte, aber das war erst 2 Wochen später, er hatte keinen Führerschein. Deswegen hat er dich immer gerne fahren lassen, ja, mit genau. Den besten Autos damals. Aber das Tolle war, ich habe ihm geholfen und er hat mir eine tolle Zeit verschafft, ja. Ja, ja. Das war eine Win-Win-Situation. Wann kannst du denn als Jugendlicher einen Porsche fahren oder Mercedes? Na, als Jugendlicher, du musst ja schon einen Führerschein haben. Ja, ja, oder als junger Mensch. Ja, ich sehe hier gerade ein Bild mit einem, ich wollte schon fragen, was es damit auf sich hat. Du hast uns die Bilder zugespielt. Ja. Hier ist im Hintergrund, bei YouTube kann man das sehen, ein Rennwagen gewesen, also ein sportlicher BMW war das eben, glaube ich, ne? Ja, ja, das war damals, ich war auf der Landstrecke, war ich ein paar Mal im Nürburgring unterwegs gewesen, war so ein Projekt, Doc, Tom and Friends, ein Zahnarzt, ein Freund von uns damals, der leider an Krebs gestorben ist, dann ein paar Jahre später. Und der hatte es organisiert und so fuhren wir praktisch bei den 24-Stunden-Rennen, Autorennen, am Nürburgring im Viererteam. Dr. Tom, Harald Becker, Jan Ulrich und ich. Und das hat wirklich Spaß gemacht, so mit dem Rennwagen so am Limit unterwegs zu sein, mit der Angst umzugehen, auch zu lernen, wie präzise und du genau die Linien fahren musst, was mir Tatsache naja auch viel fürs Fahrradfahren gebracht hat. Beim Fahrradfahren fährt man die Kurven irgendwie schon genau, aber nicht so genau. Und also würdest du sagen, beim Automotorsport musst du noch genauer fahren, weil du kannst nicht, wenn du einen Fahrfehler machst, mal aus dem Sattel rausgehen und dann einfach mal antreten, hinterherfahren, sondern wenn du in der Kurve mit dem Auto, mit deinem PS einen Fehler machst, dann musst du dich ganz langsam, kannst dich erst wieder ranarbeiten an der Konkurrenz. Deswegen ist das saubere Fahren im richtigen Gang mit der richtigen Drehzahl ist fundamental wichtig. Und so bin ich später auch Rennen gefahren. Also bin immer so die Kurven gefahren, dass ich praktisch vor der Kurve Abstand gelassen habe und war mit meiner Geschwindigkeit nach der Kurve wieder dran und musste nicht antreten, was die anderen aber machen mussten. So, und damit kannst du natürlich über die gefahrenen Runden deine 50 Antritte sparen und hast dann für die letzte Runde noch ein bisschen was im Köcher, ja. Also wieder zum Anfang zurück, was du gefragt hattest mit der Fahrtechnik. Fahrtechnik, kein unwichtiger, also Technik. Das addiert sich, ja. Mhm. Ja.
Wer war denn der Größte von Greatest of All Time im Radsport für dich? War das einer aus deiner Zeit? Oder vielleicht hast du da irgendeinen Namen, wo du sagst, das war der wichtigste, beste? Da gab es wahnsinnig viele, auch Bernard Hinault und Greg LeMond, mit dem ich auch damals in der Rennen gefahren. Das war auch interessant. Tour de Dünkirchen war eine 4-5-Etappen-Rundfahrt. Auch viel über dieses Robé-Pflaster, Kopfsteinpflaster bei Regen, was mir lag. Und dann waren wir dort als Nationalmannschaft und dort bin ich dann bei Regen den Jungs um die Ohren gefahren. Wurde aber dann am Ende dann erfolgmäßig irgendwie nur so Siebte, aber halt mit den Top-Leuten. Und bekam dann aber eine Verwarnung, ich sag mal, ein bisschen vorsichtiger fahren. Und ich dachte, was ist denn die denn von mir? Sag mal, wie kann mir einer sagen, so langsamer fahren, ja, auf dem Pflaster, ja. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Team dabei gehabt. Das war damals unter der Regie, unser Trainer war damals, auch Sportleiter war Rolf Wolfstuhl gewesen und auch hat es natürlich gefallen, der, auch Crosser, ja, der sagen. Kannte sich da auch gut aus und hatte mir auch wertvolle Tipps gegeben. So sind wirklich viele Menschen in meiner Karriere, haben mir so verschiedene Puzzleteile zu dem, was ich nachher im Prinzip auch geworden bin. Also das wird man nicht allein, da sind schon eine ganze Menge Leute mit dran beteiligt, dass man da so weit vorne unterwegs ist. Immer. Würdest du irgendwas anders machen? Hast du irgendwelche Tipps für die aktuelle Jugend? Weil wir haben ja jetzt auch eine andere Zeit. Jetzt darf man Cyclocrossen und Straßen-WM fahren und solche Sachen. Das ist natürlich alles vielleicht ein bisschen einfacher. Auf der anderen Seite stelle ich es mir hochkompliziert vor, weil wir so wissenschaftlich arbeiten müssen, glaube ich, im Training heutzutage, wo genau geguckt wird mit Körpertemperatur und so einem kleinen Punkt, den jeder am Arm hat, wo dann gemessen wird, wie viel man, was man isst und wie man isst und so weiter. Ist das überhaupt noch reizvoll? Würdest du das der Jugend überhaupt noch empfehlen, weil wir natürlich auch hier so nah beieinander sind? Wie ist da deine Einstellung zu? Ja, das ist natürlich schon etwas in eine andere Richtung gerutscht. Aber auf jeden Fall würde ich eigentlich erstmal jedem vorschlagen, erstmal an der Sache, die er da macht, oder den Sport und die Sportarten, erstmal dran Spaß zu haben, ja. Weil der Spaß ist ein unglaublicher Motivationsfaktor, der lässt sich auch leiden bis eigentlich ins hohe Alter, ja. Wenn du das nicht hast, das kannst du auch mit Geld nicht ausgleichen, ja. Wenn du eine Leidenschaft und Spaß an etwas hast. Und klar, die Sachen kosten natürlich, speziell im Radsport kosten Geld, dann ist sehr, sehr aufwendig, was man da macht und logischerweise muss man da natürlich dann auch gucken, an seinen Schwächen arbeiten, weil an den Schwächen wirst du nicht geschlagen. So, von daher, klar, spielt da die Wissenschaft natürlich auch eine Rolle. Ich weiß noch, die Anfangszeit damals, wo die Pulse dann aufkamen, ja, bist du gefahren, wie Doppelreihe, Mallorca, ging berghoch, Puls ging ein bisschen höher, auf einmal zwei raus. Was ist mit denen los? Mein Puls ist so hoch. Auf meine Uhr. Dann nehmen die absichtlich raus. Ach so. Also der wurde wirklich in der Gruppe und auf einmal sind die dann abgebogen. Ja, ja, ich verstehe schon. Und klar, das war neu gewesen. Heute weißt du natürlich, dass du damit natürlich sehr genau steuern kannst, dass du auch nicht überreizt, überziehst, weil dann hast du auch wieder die Zeit, dass du das erstmal wieder regenerieren musst, dann wieder neu anfangen musst. Also von daher hat es schon seine Berechtigung. Aber klar, alle Sachen habe ich dann auch nicht sofort einzeln umgesetzt, ja, war mir fremd gewesen. Aber dann nachher war es schon einleuchtend, um Performance und vorne zu sein, musste nachher auch nach Pulsuhr fahren und nur so kannst du kontrolliert auch deinen Körper steuern und an die Leistungsgrenze bringen. Aber du hast angefangen, da gab es das noch alles gar nicht. Nee. Geschweige denn Wattmessung, ne? Genau, ja. Ich habe das erst dann selber bewusst erlebt, wo ich berghoch fuhr und dachte, oh, jetzt muss ich irgendwie schon 180 Puls haben. 155. Sehr viel zu wenig, ja. Also erst da wurde dann klar, manchmal täuscht du dich, ja. Dann bist du gar nicht wirklich, wirklich fit und denkst eigentlich schon, in welchen Dimensionen du unterwegs bist und dabei noch weit, weit entfernt, ja. Also die Sachen sind definitiv angebracht. Fährst du denn heute auch noch data-driven oder jetzt, wo du sagst, brauche ich das nicht mehr? Oder hast du ab und zu für mich selber, einfach für meine, also für meine mit Gesundheit. Pulsmesser, Wattmesser hast du auch. Und ich habe da so ein, ja, ich fahre immer mit Uhr und habe da auch ein paar Anstiege, die hauen dir wirklich den Vogel raus, auch mit dem E-Bike.
Und das war toll. Toll, wenn du dann wirklich den Maximalpuls dann wieder siehst. Mhm. Aber das ist dann schon wirklich so, dass du dann fast schon schwindelig wirst. Mhm. Trotz E-Bike jetzt. Ja, ja. Also ist steil. Also da musst du, wenn du da absteigen musst, kommst du nicht aufs Rad drauf, weil es zu steil ist. Da musst du wirklich genau die Balance haben zwischen Vorder- und Hinterrad, also vorne nicht abheben, hinten nicht durchdrehen. Traktion ist dann auch Traktion, Reifendruck, Fahrwerk muss eingestellt sein, ansonsten kommst du diese Anstiege da nicht hoch. Jedes Mal bei der Trainingsfahrt, wenn du darüber bist, dann bist du warm. Mhm. Okay. Aber du hast vorhin das mal am Rande erwähnt, dass du das erste Mal einen Blutgeschmack im Mund hattest. Jetzt erzählst du, dass einem da schwindelig wird bergauf. Jetzt hatten wir hier schon andere Profi- oder ehemalige Profisportler. Wir hatten auch mal einen 200-Meter-Sprinter hier, einen Läufer. Ist das eine Eigenschaft, wenn man sagt, man möchte Profi am Limit arbeiten, die man haben muss, dass man da überhaupt hinkommt? Weil ist das vielleicht das, was den Unterschied ausmacht, dass man überhaupt in diese Schmerzen oder in dieses Unwohlsein reingehen kann? Leidensfähigkeit, ja, muss man sein, ja. Das kann man trainieren. Also das kannst du nicht gleich, sondern das ist ja ein Prozess, der stattfindet. Ja, du trainierst, du merkst, du wirst besser, du gleichst dich ab mit deinen Kollegen, du siehst, der sieht schlechter aus als du. Also ist das schon mal toll. Ich habe das auch bei Rundfahrten gesehen. Da fing der an, immer lauter zu atmen, und desto lauter der atmete, desto besser ging es mir. Ich dachte, ja, cool, ja, klar. Ja, wie das so, das verstehe wie das so ich. Funktioniert. Ja, ja, ja. Das kann ja jeder nachvollziehen, wenn der schon mal ein bisschen am Limit ist und du noch nicht. War ich immer so ein bisschen so der radfahrende Sonnyboy. Ich habe immer gelacht, ja, um gar keinem irgendwie ein Bild zu geben, dass der mich jetzt schlagen kann, ja. Bis es halt passiert ist. Ja, ja, ja. Und dann ging es aber auch direkt. Der Mann runter mit dem Hammer dann. Ja, ja. Aber bis dahin habe ich immer geguckt, dass ich mit positivem Gucken und Lächeln und tief Luft holen konzentriert, so lange wie möglich nach außen hin zumindest gut aussehe. Hm. Interessant. Wir haben die Mountainbike, den Switch zur Mountainbike-Sache haben wir ganz vergessen. Naja, wir müssen jetzt hier mal gucken. Ich habe jetzt hier das Thema. Ich würde mal mit dem Thema Fahrtechnik, und dann müssen wir auch nochmal auf deine Rennen eingehen, deine größten Erfolge. Die stehen hier noch auf der Liste, keine Angst, die überspringen wir nicht. Beziehungsweise da haben wir auch großes Interesse dran. Du hast ja wirklich angefangen mit, jetzt kommen wir mal aufs Thema Fahrtechnik ruhig. Du hast ja angefangen mit dem Spurenziehen auf dem Schulhof. War das am Ende dein Talent, wo du gesagt hast, da habe ich Spaß dran, da das Rad ans Limit zu bringen, was dir dann auch am Ende diese Karriere gerade im Gelände auch überhaupt erst ermöglicht hat, dass du diesen Spaß dran hattest, diese Fahrtechnik zu lernen, vielleicht ein Talent dafür hattest, und ich glaube sogar heutzutage bringst du es Leuten bei, da sieht man hier auch Fotos im Hintergrund, dass du Kurse anbietest, das ist ja, und vorhin in den Entweder-Oder-Fragen hast du es auch schon erwähnt, dieses Thema Fahrtechnik, ist das ein der größten Bestandteile deines Radsportlebens? Also ich denke, sollte eigentlich bei jedem Radfahrer ein fundamentales Thema auch sein. Und ist es aber nicht, ne? Ja. Die meisten fahren einfach nur Rad. Ist es nicht, wenn ich Straßenprofis frage, eine Autotür geht auf, du bist zu schnell, also Bremsen geht, du musst ausweichen. Wie machst du das? Ich fahre von der links. Aber wie leitest du dieses Lenkmanöver ein? Ja, ich fahre nach links rüber. Also er kann mir gar nicht genau sagen, und da gibt es halt logischerweise einen Trick, wie man das richtig macht. Ich hatte damals auch das Glück gehabt, dass ich in meiner Jugend einen Trainer hatte, den Gerald Schulz, und der hatte mir das beigebracht. Und er sagte, davon kannst du im Rennen viel profitieren, und selbst wenn du nicht die Power hast, also die Kraft hast, kannst du damit Sachen ausgleichen. Ich dachte, das ist ja schon mal eigentlich cool, ja, weil das harte Trainieren kostet eigentlich mehr Schmerzen und mehr Anstrengung wie die Technik. Und dann wie die 50 Antritte, die du weniger machen musst, wenn die Kurve fahren. Ich habe mich darum gekümmert, genau. Und so kam ich damals auch auf die Idee, ich bin ja auch 6-Tage-Rennen gefahren auf der Bahn, und da fährt man halt viel in der Mitte, gerade beim Ablösen, damit die Krafteinwirkung auf dem Lenker, das ist ja Hebel, wenn man direkt neben den Vorbau greift. Und wenn du außen anfährst, dann ist die Bewegung relativ groß. Und wenn du am Limit in der Schräglage im Gelände fährst, dann sollten die Lenkbewegungen relativ gering sein. Aber wenn du dann mal zu schnell fährst, hast du da keine Bremsen. Also hatten wir damals auch Bremshebel bei den Crossrädern am Oberlenker auch montiert. Klar.
Und so konnte ich dann wirklich in der Schräglage wirklich ganz fein das so austarieren, auch mit meinem Körpergewicht. Der Sattel ist zwar nur so klein, aber der hat auch mehrere Positionen, auf denen man sitzen muss in verschiedenen Manövern. Und so konnte ich dann so die Kurven fahren, was ich auf der Straße auch hingekriegt habe, glücklicherweise, dass du mit beiden Rädern an den Punkt kommst, mit dem richtigen Reifenprofil und Reifendruck, dass du wegrutscht. So, und dann hast du das Maximale im Prinzip ausgenutzt. Und da muss erstmal jemand hinterherkommen, ja. Das heißt, du fährst schon so, dass du im Gespür hast, du rutschst jetzt gleich. Also, oder rutschst genau, du tatsächlich? Genau, am Limit dann praktisch. Genau. Also wenn ich rutsche, deswegen ist ja immer tendenziell mehr Druck auf dem Vorderradreifen. Hm. Weil wenn der Reifen den Druck verliert, dann bist du ja weg. Also hinten kann schon mal wegrutschen, aber vorne soll das nicht passieren. Weil du das so. Vordere, also hinten wird einfach hinterhergezogen, selbst wenn es wegrutscht meistens. Richtig, genau. Wenn es ja. nicht zu weil doll vorne ist. Steuerst du. Vorne ist dein Steuer der Seite. Genau, und wenn das so weg ist, das ist klassische ist Drift. Alles weg, ja. Mhm. Und da musst du in einer gewissen Position drauf sitzen, ja. Also du musst Druck auf dem Vorderrad haben, mit angewinkelten Armen, mit leicht angewinkelten Armen. Und wenn du jetzt merkst, dass du mehr Druck brauchst, dann kannst du den Arm strecken. Damit bringst du sofort Druck drauf. Deswegen muss man auch beim Fahrradfahren, wenn man Sporty fährt, immer mit leicht gewinkelten Armen fahren. Und wenn ich merke, das Vorderrad rutscht weg, gibt es zwei Sachen, die ich machen muss. Ich muss einknicken, also um den Druck wegzunehmen. Druck rausnehmen. Und mache die Lenkung im gleichen Moment ein bisschen auf. So, und wenn ich das schnell genug mache, dann kriege ich das Vorderrad wieder unter Kontrolle und dann bin ich im Prinzip sicher unterwegs. Ach, und dann, okay. Deswegen immer angewinkelter Arm, ja. Wenn damit du jetzt so gestreckt fahren würdest, wärst du ja vom kannst es nicht Helm mehr dosieren. Gelegen, wärst du, bist du gelockt, praktisch ja, gesperrt erstmal, bis du da dann rauskommst. Das muss sofort in der Sekunde funktionieren. Und vor allem hier ist halt auch die Möglichkeit, immer schnell Druck zu geben oder nachzugeben, je nachdem, wie du das merkst, wenn du die Untergründe, die musst du halt auch gut lesen können. Ja, also da kommt jetzt gleich ein Stein, da sind Wurzeln, um Gottes Willen in Schräglage, da musst du vorher drücken, auf der Wurzel musste leicht werden und danach musste wir runterdrücken. Also das ist dann so eine kleine Rechenaufgabe, die dann nachher am Ende aufgehen muss, damit du halt nicht stürzt. Das heißt, da hast du aber auch, hast du auch profitiert davon, dass Leute dir das beigebracht haben und dann üben wahrscheinlich irgendwann. Erstmal ja, dann ging es damals auch um Reifenmischung und ich kann mich auch daran erinnern, auch auf der Straße nachher, was dann auch durch den Automotorsport kam. Ich bin im Automotorsport mit Regenreifen gefahren. Nürburgring, dann habe ich mich in der Kurve abgeschossen, weil die noch gar nicht kalt waren, weil die gar nicht warm waren. Mhm. Und dann fahren wir die Reifen warm. Ja, wie fahren denn die Reifen warm? Beim Auto. Fahrrad? Achso, beim Auto, ja. Beim Auto. Und das ging halt über Beschleunigen und halt extrem übersteuern, damit der Reifen auch schon mehr Temperatur kriegt. Und dann hast du bei Regen mit Regenreifen einen Grip gehabt, wo ich dachte, das hast du ja nicht mal mit einer 50er Autosäge bei Trockenheit. Mhm. Somit war mir klar, dass wir bei den Fahrradreifen eigentlich noch viel mehr Performance, also eine andere Gummimischung brauchen, ja. Und da hatte ich damals auch, war damals noch mit Continental so eine Sache gemacht, der Reifen, die Reifenmischung muss noch weicher werden. Ja, aber dann sammelt sie Schmutz auf. Okay, dann müssen wir an dem Punkt sein, wo die keinen Schmutz aufsammelt. Und so bin ich damals unter anderem das Rennen rund um Frankfurt bei Regen nach der Bergwertung weggefahren. Vorne war Rolf Gulz, der dann auch gewonnen hat, den habe ich nicht mehr gekriegt gehabt. Und dann ging es die Abfahrt runter bei Regen und ich schätze mal, es war so 60, 70 langgezogene Rechtskurve. Und ich merkte, ich bin für die Kurve doch ein bisschen zu schnell. Mir war aber auch klar, ich darf nicht bremsen. Weil der Reifen, der schreit gerade schon Hilfe. Und wenn du jetzt noch dazu noch bremsen würdest, ist der Grip sofort weg. Also dachte ich, okay, ich muss nach vorne rutschen. Ich muss mit dem Schwerpunkt noch weiter runtergehen und kam dann wirklich ganz außen von der Fahrbahn raus. Dann war die Fahrbahn wieder gerade und dann war ich safe. Und hinter mir sind 40 Rennfahrer gestürzt. Was das ganze Vorfeld lag praktisch im Wald, weil aber die das ist natürlich krass, das habe ich so noch nicht aus erster Hand gehört, dass ja, na, das Wissen nicht zu bremsen ist ja eine Geschichte, das macht man ja so als Hobbysportler sowieso aus Affekt, wir haben ja gar keine Chance, wenn du das nicht geübt hast, aber dass man wirklich so über die Verlagerung und dass man weiß, ich brauche jetzt mehr Gewicht auf dem Vorderrad, ich lege mich mal ein bisschen nach vorne und dann über diese Millimeterarbeit das im Gespür zu haben,
Das haben doch nicht so viele, oder? Das hat doch jetzt wahrscheinlich im Profi-Radsport im aktuellen auch nicht jeder, beziehungsweise vielleicht auch nur die Crosser oder irgendwas. Ja, aber man sieht auch bei der Tour de France schon ein paar begnadete Abfahrer, wo du auch denkst, Jungs, die haben es aber wirklich auf, also heißt er nicht Pidcock, glaube ich, wollte jetzt nicht den falschen Namen sagen, ja, aber wo du bei der Tour de France schon siehst, der fährt ja jedem weg bei der Abfahrt oder auch, also wo du auch merkst, er hat es natürlich auch technisch drauf. Aber die es drauf haben, sind doch im einstelligen Prozentbereich. Da würde ich auch sagen. Du siehst das wahrscheinlich sofort auf dem ersten Blick, ne? Definitiv, ja. Ich muss auch sagen, ich hatte auch damals schon auch Trainer, aber so vom technischen her nicht so. Und das habe ich mir eigentlich nachher selber angeeignet. Und das kommt natürlich heute auch Leuten, die meine Mountainbike-Kurse oder E-Bike-Kurse oder so gerade Hintergrund gesehen, deine Gruppe. Genau, hier, besuchen, die sich dann auch wundern, was sich da alles so hinter verbirgt, hinter Fahrtechnik. Ja? In deinen Fahrtechnik-Kursen? Genau. Ist das denn so, dass man da... Wie viel Prozent verbessert man sich nur, weil man deine Tipps mitkriegt? Ist das wirklich so, dass man da als anderer Radfahrer schon rausgeht, wenn man mit dir mal so einen Tag verbracht hat oder ein paar Tage? Ja, ich mache auch Personal Training. Wenn du natürlich alleine bei mir sowas buchst, dann gehst du nach einem Tag schon richtig gut bei raus, weil Leute kriegen auch von mir entsprechende Protektoren. Das heißt, das wird auch mal provoziert, dass du auch mal wegrutscht. Ja, da tust du dir auch nicht weh, aber du musst ja auch immer mitkriegen, wie ist dieser Moment nachher. Mhm. Die Protektoren, die gab es damals jetzt nicht so. Das ist natürlich eine Riesenhilfe. Ja, weil dann tust du dir nicht weh, weil so ein Trauma wieder, wenn es mitfährt, dann bist du beim nächsten Mal wieder viel früher an der Bremse. Steckt ja im Kopf drin, ja. Und die Bremse ist eigentlich in der Schräglage eigentlich das Letzte, was du machen sollst, weil da ist der Reifen eh schon an seiner Grenze. Und wenn du dazu noch eine weitere Aufgabe im Reifen stellst, dann sagt der Sportsfreund, ich bin raus. Behandle mich wie ein Freund, belaste mich so viel, wie ich auch kann, aber überbelaste mich nicht. Wie gehst du denn mit Leuten rum, die wie ich immer gerade um die Kurve fahren, weil sie Angst vor Schräglage haben? Auch mit Protektoren und sagen, wir tasten uns mal ran? Weil Dennis, denn fährt Schräglage. Ich fahre immer eher so mit dem Rennrad auf einen guten Asphalt, traue ich mich schon so ein bisschen schräg, aber im Gelände mit meinem Gravelbike bin ich schon sehr vorsichtig. Das Wichtige ist ja erstmal so ein bisschen zu verstehen, wie so ein Rad auf verschiedenen Untergründen läuft. Ja? Und deswegen ist es mal eigentlich am einfachsten, du nimmst eine Gabel mit dem Laufrad drin. Und dann fährst du mal auf Asphalt, dann fährst du mal vom Asphalt auf Schotter rauf und dann mit verschiedenen Reifen drücken, damit du auch mal da den Unterschied siehst, was das ausmacht, wenn der Reifen irgendwie so ein Mountainbike-Reifen 2,5 Bar hat, wo der Reifen eigentlich tot ist, ja, da ist im Prinzip kein Leben mehr, oder du fährst mit 1,4 Bar und hast einen Reifen, der sich mehr anschmiegt, der eine höhere Kurvengeschwindigkeit zulässt, mehr Kontrolle, natürlich jetzt nicht super im Sprint rollen wird, aber dafür abgesehen oder immer unter dem Betracht, wie viele Kurven habe ich und was will ich gerade und was sind meine eigenen Vorlieben und Fähigkeiten. Wie hast du das eben gemeint? Nimmst mal eine Gabel in die Hand. Du meinst jetzt eine Gabel einzeln mit dem Vorderrad? Genau, Gabelschaft oben. Und rollst das selber mal so ab? Genau. Ach so, das habe ich noch nie gesehen. Hilft das denn auch der Psyche im Kopf, dass man weiß, okay, das hält schon. Also auf so einem Schotter mit dem Luftdruck kann ich mich schräg legen und hier lieber nicht. Weil das ist ja vielleicht auch tatsächlich ja nur das Wissen im Kopf zu wissen, hält das jetzt oder nicht. Das ist zum Beispiel ein Problem, was ich habe, wo ich sage, keine Ahnung, ob das hält. Die Erfahrung habe ich ja nie so richtig gemacht. Also sicherlich fahre ich auch nicht ganz gerade, ne? Aber schon, wo ich sagen würde, ich bin sehr, sehr vorsichtig und wo ich halt auch sehe in der Kurve, so wie du sagst, wo ich muss dann den Sprint machen, um hinten wieder ranzukommen. Und wenn du jetzt mal so einen Gabelschaft in die Hand nimmst mit dem Vorderrad, ja, und jetzt rollst du praktisch vom Asphalt in den Schotter rein, so in einer 45-Grad-Schräglage, dann wird natürlich in dem Moment, wo das Rad den Asphalt verlässt und auf den Schotter kommt, wegrutschen. Wegschmieren. Mhm. So, wenn ich dem Mini mal sage, mach gleich die Lenkung auf, also lenke auch gleich in dem gleichen Moment nach außen, dann hast du weiterhin die Kontrolle über das Rad, ja. Das ist schon mal, so Kurvenfahren und Kurvenfahrentechnik ist halt auch wie so ein Puzzle. Wenn du zum Beispiel auch die Kreiselwirkung mit einbeziehst in dein Kurvenfahren, ja? Wir kennen ja alle so einen Kreisel, ne? Ja. Wenn du den andrehst und das Ding, das dreht sich richtig schnell, ja, und du tippst mal so gegen, dann versetzt er ein bisschen, aber der zentriert sich wieder und läuft wieder weiter, ja. Ist der aber am Ende und eiert nur noch so auf der letzten Rille und du tippst mit dem Finger den gegen, kippt er sofort um. Mhm. So, jetzt hast du im Fahrrad, hast du zwei Kreisel. Wenn die Laufräder sich schnell drehen, gibt es eine Kreiselwirkung, eine hohe Stabilität.
das hilft dir eigentlich auch in den Kurven, wenn du mal wegrutscht. Es ist alles langsam. Aber in dem Moment, wo du blockierst, also machst die Bremse zu und du blockierst ein Rad, ist dieses Rad neutralisiert. Keine Kreiselwirkung mehr. Okay. Und alles geht wahnsinnig schnell dann. Also deswegen solltest du in der Kurve, wenn du mal wegrutscht, auch nicht unbedingt blockieren, weil damit ist der Abflug, wird ja noch schneller und du hast gar keine Kontrolle mehr, irgendwas zu machen. Kreiselwirkung, ja, da denkt man gar nicht. Das heißt aber ja auch, je schneller ich bin, desto stabiler ist richtig. Das Lauf. Richtig. Ja gut, aber das genau. Gilt ja auch beim Downhill, wo wir oft schon manchmal uns zwei, also wir beide, auch ich komme mit Ingo zusammen, wir sind dann manchmal so, die Geschwindigkeit über diese Wurzelpassage trauen wir uns beide nicht zu, obwohl wir genau wissen, Geschwindigkeit bringt auch Stabilität, dann bist du halt schneller über diese Wurzelpassage rüber. Jetzt haben wir hier viel Technik im Talk. Ja, aber ist ja interessant für jeden. Da sind ja auch genug Zuhörer und Zuhörerinnen, die das gleiche Problem haben. Ich wollte schon vorhin fragen, aber habe mich nicht getraut. Das muss ich jetzt wissen. Was ist denn jetzt die Lösung, wenn die Autotür aufgeht? Ja, genau. Die habe ich auch die ganze Zeit im Kopf. Nicht vergessen, nach der Lösung zu fragen. Nicht vergessen zu fragen. Was machen wir denn? Also die musst du jetzt sagen. Die gibt es in meinem Kurs. Ja. deswegen hast du der Einladung zugestimmt. Hier. Ja. Ja. Naja, also im Prinzip geht es dort, man kann es auf meiner Website auch noch mal sehen. Es geht um eine paradoxe Lenkbewegung. Das heißt, du machst also die erste Bewegung zu dem Risiko hin. Also du lenkst in dem Moment erstmal zu der Tür. Okay. So. Und wenn du das machst, dann kippt dein Fahrrad zwangsläufig nach links. Also es kippt weg von der Autotür. So, und dann rutscht nach vorne, Druck auf den Lenker und dann kannst du im Prinzip einen sehr engen Radius fahren, um die Tür ausweichen. Damit kannst du das schnell den Lastwechsel, also dein Gewicht auf die linke Seite bringen, den du brauchst, um eine Linkskurve zu fahren. Beim Auto wäre es kein Problem. Statisch 4 Räder kannst du in jedem Moment nach links einschlagen. Beim Zweirad, wenn du geradeaus fährst, fährst du ja zentral mit deinem Körpergewicht über dem Rad. Mhm. Und wenn du jetzt einmal weißt, da vorne willst du links fahren, dann kippst du dein linkes Knie raus, dann kippt das Fahrrad nach links und kannst nach links einschlagen. Und wenn du eine Rechtskurve fährst, kippst du dein Knie nach rechts aus, ja. Aber wenn du sowas bewusst und sofort machen willst, dann kannst du so, musst du dein Lenkmanöver einleiten. Das hast du auch im Gelände, wenn du, sag mal, irgendwo runterfährst oder man fährt, sag mal, auf dem Single Trail an so einem Hang. Mhm. Das merkst du, man, es irgendwie drifft dich ja in Richtung Hang. Dann musst du relativ früh und rechtzeitig kurz in die Richtung Hang lenken. Damit das Rad sich wieder aufrichtet. Dann kippst du in die andere Richtung, genau. Und dann kannst du wegfahren. Kann ich aber 100% nachvollziehen, wie du es beschreibst. Damit du das Rad ein bisschen gerade kriegst wieder. Richtig. Das sind aber Sachen, die du halt üben musst. Und das musst du halt auch rechtzeitig machen, ja. Und du darfst dich halt auf dem Fahrrad nicht von Panik steuern lassen, weil das ist ein ganz schlechter Partner. Gut. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Keine Panik. Keine Panik, aber auch nicht im Podcast jetzt abschalten und das mit der Autotür üben. Das könnte schief gehen. Ja, aber das war genau, wo du auch vorhin sagst, das möchte ich jetzt auch wissen. Ja, ja. Also Fahrsicherheit, wichtiges Thema und macht ja irgendwie auch jetzt kribbelt es in mir, ich will auch Fahrsicherheitstraining machen. Vielleicht müssen wir da kommen wir bestimmt nochmal zusammen. Da müssen wir mal irgendwas auch richtig, machen. Richtig, richtig Bremsen, Verzögerung und so weiter, da werden die größten Fehler gemacht und damit auch die längsten Bremswege erzeugt und manchmal ist ein halber Meter ist entscheidend, ob ich mir wehtue oder nicht, ja. Ja, klar. Ja, haben wir auch im Podcast schon viel drüber an die Protektoren habe ich gar nicht gedacht. Ich habe immer dran gedacht, naja, wenn ich auf so einer nassen Wiese übe und hinfalle, dann tue ich mir nicht ganz so doll weh. Aber wenn man natürlich alles hier abgepflastert hat, dann kann man ja auch wirklich mal hinfallen. Und dann noch eine weiche Wiese, dann kann man ja auch wirklich üben. Wie anders, wahrscheinlich ist das dann auch Bestandteil bei dir im Kurs, da ab und zu mal auf der Nase zu liegen, ne? Ja, nicht zwingend, aber das passiert zwangsläufig. Und wir machen solche Sachen, solche Übungen auch, solche Plätze aus, wo wir auch ein bisschen Rasen haben, dass es dann gleich wehtut. Weil was ich nicht möchte, dass jemand dann einmal zum Trauma fährt, weil das hält dann einfach ihn selber auf und die Gruppe auch. Hast du denn auch, sind das jetzt so Hobbysportler wie du und ich oder wie wir beide oder dich da mal rausgenommen? Er meint mit du und ich, meint dann Ben und Ingo. oder kommen da auch mal wirklich echte Radsportler zu dir, die sagen, ich muss da jetzt mal was von dir lernen? Ja, in diesen Events jetzt nicht. Nee. Das kommt dann eher im Personal Training. Ja. Aber das wird auch, das passiert auch nicht so oft, obwohl es eigentlich
für den jeweiligen Profis gar nicht so schlecht wäre, sowas mal zu machen, ja. Weil wenn ich so zurückblicke in der Anfangszeit, die Sachen, die ich heute weiß und kann und vermittle und auch formulieren kann, das hat mir damals auch keiner erklärt. Und, du musstest dir das hart erarbeiten. Das aber in ich, Zeiten... Ja, erarbeiten oder das ist halt einfach passiert oder man hat es sich irgendwie abgeguckt, aber wenn man in dem Sport unterwegs ist, ich meine, wir sprachen vorhin über Tony Martin, ja, ich hätte mir gewünscht, er hätte sich mal gemeldet oder wir hätten uns mal getroffen in der Zeit. Ich glaube, er hätte den einen oder anderen schweren Sturz hätte vermeiden können. Allein dieser Unfall damals mit dem in der Tour de France, wo er von diesem Pappschild vom Rad runtergeholt worden ist. Klar, in so einem Fall, wo du praktisch probierst und gehst haltend am Lenker mit dem Körpergewicht nach hinten, gerade auch mit den Hochprofilrädern und den leichten Rädern heute, wird sofort das Vorderrad leicht erstmal. Ja. Und in dem Moment, wo denn so eine ganz kleine Fremdberührung kommt, verliert das Vorderrad die Bodenhaftung und dann, was wir vorhin gesprochen haben, keine Kontrolle mehr und ist Feierabend, ja. Und damit sind dann damals, glaube ich, 30, 40 Fahrer mitgestürzt. Das war, glaube ich, gleich am ersten oder zweiten Tag, ja. Und dann hast du da die nächsten drei Wochen in der Tour de France, klebst du am Bettlaken fest mit den ganzen Verwundungen am Knie und Verletzungen im Hüftbereich. Also da würden viele sich einen Gefallen tun. Und die Straßenräder heute, die sind auch nicht mehr so einfach zu fahren wie damals, ja. Kannst du das erklären? Wie meinst du das? Ja, damals, da gingen die Straßenräder in der Kurve noch so mit, ja. Weil die Stahlräder heute labbriger waren, oder wie verstehe ich es jetzt? Genau. Ehrlich, ja. Die Lenker hatten damals die Durchmesser, die Vorbauten waren nicht so stabil, die Rahmen waren nicht so steif. Heute ist alles Brett. Die Laufräder waren auch nicht so brutal steif gespannt und damals hatten wir auch keine Scheibenbremse. So, jetzt kommen all die Sachen zusammen und damit muss natürlich auch die Fähigkeit, so einen Fahrer zu kontrollieren und am Grenzbereich steuern zu können, muss auch steigen. Und deswegen hat man ja bei, gerade nach Corona, weiß nicht, auch Tour de France, wo es extrem viele Unfälle war, da war jeden Tag lange der Haufen war es die Leute rum, ja, weil du natürlich später mit der Scheibenbremse bremsen kannst. Aber du musst das auch vom Körpergewicht her auch kontrollieren können, ja. Sondern wenn der Hintermann mit so einer was extremen Bremsmanöver vom Vordermann umgehen muss und der dahinter auch wieder, dann ist nachher die Reaktionszeit extremst wichtig, ja. Und wenn der so bremst wie bisher, dann bremsen wir jetzt mal, dann ist das alles vorbei, ja. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch eigentlich, und deswegen haben natürlich die Crossfahrer da einen riesen Vorteil, ja. Weil die da natürlich im Gelände unterwegs sind und da musst du solche Sachen beherrschen und auch da lernst du auch schätzen, ja, solche Bremsen zu haben. Aber denn in Zeiten von Marginal Gains, wo es um jedes Watt geht im Laufrad und was nicht alles oder auch im Fitting, ist das ja fast schon fahrlässig, dass man eben als Radsportprofi nicht so ein Training bei dir, oder gibt es sicherlich auch noch andere, die das machen, dass man sich da nicht die Info holt und sagt, weil, wie du sagst, da um durch die Kurve fahren und den Antritt nicht fahren zu müssen und so weiter, da nochmal 10 Watt weniger treten und entspannter in der Kurve liegen, auch der Oberkörper muss ja vielleicht nicht so angespannt sein, das kostet ja auch Energie, ist ja fast schon fahrlässig eigentlich, oder? Ja, da addiert sich schnell etwas für oder gegen dich, ja. Und vielleicht sind dann auch so Van der Poel und Wout van Aert deswegen so stark, weil sie einfach in jeder Kurve Kraft sparen. Und ich meine jetzt hier, wie gesagt, das letzte Weltcuprennen, also wer die Möglichkeit hat, es sich nochmal angucken zu können, den Weltcup, Cross-Weltcup in Spanien, was da an den letzten drei Runden, eigentlich das ganze Rennen, aber in den letzten drei Runden, die gegenseitigen Überholmanöver, die da ablaufen, Wahnsinn. Also, das ist wirklich allerhöchste ich hab's auch Klasse. Nicht gesehen. Ja. Allerhöchste Klasse. Ja. War eines der spannendsten Rennen, die ich gesehen habe. Okay. Gerade über den Gänsehaut. Ja, aber du bist da noch voll dabei. Also das merke ich halt. Und das ist auch schön, dass du da auch immer noch voll dabei bist. So, dann kommen wir mal zu deiner Karriere noch mal so ein bisschen im Detail. Wir haben so am Rande ja Weltmeisterschaften sowas erwähnt. Und da geht es jetzt hauptsächlich mal um die Erlebnisse, die du da so mitbringen kannst und wie das so war, wie du, welche Leute du kennengelernt hast, vielleicht Anekdoten, was du so hast. Was war denn so das... Fangen wir vielleicht damit mal an. Was war denn so das Lustigste, was du in deiner Radsportkarriere erlebt hast?
Das Lustigste, ich kann mich an eins erinnern, wo vielleicht auch meine Karriere in eine ganz andere Richtung gelaufen wäre, aber sie ist halt so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Ich hatte damals eine Einladung gehabt, das war 1983, irgendwie in der Zeit, zu einem Straßenrennen nach Guadeloupe, in der Karibik. Ui. Und zu dem Zeitpunkt war ich allein zu Hause und die riefen mich an, die sagten, du hast dich nicht lustig. Ja, du hast mal gesprochen vor 2 Monaten darüber, ja. Ja, ich sage, wann denn? Ja, du musst morgen in Paris am Flughafen sein. Ich sage, ich bin in Berlin, Paris, meine Eltern sind weg. Ich war irgendwie noch im Grunewaldsee, auch noch schwimmen irgendwie und war tauchen und habe auch Wasser geschluckt gehabt. Und da sagt die zu dem, also das Wasserschlucken kam später noch, das wurde auch später zum Problem. Ich sage, okay, können wir uns irgendwie treffen? Ja, dann komm zu uns nach Aachen. Das war Jupp Meisen damals und von da nehmen wir dich denn mit, ja. Und dann bin ich also abends alles gepackt, das Haus, weil der Eltern weg gewesen, fuhr los mit dem Auto und dann wurde mir dann in der Zone damals, hatten wir auch die DDR gehabt, wurde mir dann irgendwie schlecht und musste anhalten, habe ich übergeben, durch die Zone durchgefahren, angehalten, übergeben und ich war total im Arsch. Wahrscheinlich war es Wasser, was ich im Grunewaldsee aus Versehen geschluckt hatte, hat mir halt so den Magen und Darm umgedreht. Mhm. Jedenfalls bin ich habe dann noch die Mülltonnen an der Hofeinfahrt umgefahren, weil ich nicht mehr die Kraft hatte, da reinzulenken. Und dann bin ich eigentlich erst wieder zu mir gekommen im Hotel in der Karibik. So richtig. Das heißt von Aachen, Paris, Karibik, das genau, ist so ein bisschen. Ja. Ich lag in dem Hotelzimmer drin 2 Tage. Und dann am 3. Tag bin ich dann mal raus in meine Runde gerollt und dann am 4. Tag ging dann die Rundfahrt los. Und da war ich dann noch 2 Tagen im gelben Trikot und bin damals mit dem Pablo Vilches, ein Kolumbianer, der hat auch damals die Etappe der Tour de France gewonnen, hatte dann 2 Tage das gelbe Trikot oder 3 Tage das gelbe Trikot und dann wurde ich leider so ein bisschen zu lässig in meiner Fahrweise, hab dann so wie Berlinoso mal im Feld geguckt, ob alle noch so da sind, ja. Mhm. Aber vorne haben sie gebremst, dann habe ich mich aufgehängt und dabei hat es dann mir die Vorderbremse abgerissen. Ich bin mit dem Crossrad gefahren, muss ich dazu sagen. Mhm. Und die Hinterradbremse mit den Kandelaberbremsen, damit kriegst du das Hinterrad auf der Straße nicht blockiert. Nicht mal blockiert. Mhm. Und wir mussten halt Pässe runterfahren, ja. Und dann habe ich immer meine Kollegen im Team gerufen, dass die mich im Prinzip bremsen. Ich musste mich im Prinzip an der Schulter festhalten, haben die wieder gebremst. Ach, du und Scheiße. So. Du hast dich am Kollegen festgehalten, ja, und die ja, haben ja, dann ja, gebremst. Ja, ja. Das ist ja auch eine Story. Und dann habe ich mich da noch ins Ziel gerettet. Und am nächsten Tag hatte ich einen Reifenschaden. Und unser Betreuer damals, der war auf dem Motorrad und der hatte die Laufräder auf dem Motorrad und hatte die mit so Gepäck-Gummibändern festgemacht, ne? Die mit den beiden Haken am Ende. Ja, ja. Ne? Und hat die halt vorm Losfahren schön, dass er die nicht verliert. Aber wenn du die jetzt so 15 Mal so durch die Laufräder durchziehst und jetzt musst du schnell gehen, kannst du dir ja vorstellen, wie schwer du diesen Haken wieder rauskriegst. Ne? Der verhängt sie am allen. Er wollte halt nur, dass er sie nicht verliert. Es war alles gut gemeint, aber ich dachte, ich drehe durch. So das Fahrfeld, der Staub legt sich schon und du bist immer noch da an den Gummi da rausholen. Ja? Und dann haben wir den soweit dann wieder hingekriegt und dann hatte mich dann der Betreuer dann ins Auto genommen, das Führungsfahrzeug. Und ich fuhr praktisch hinten im Windschatten, weil die mich wieder nach vorne fahren wollten. Und dann kam ein Schlagloch und der Fahrer nahm das Schlagloch zwischen sein Auto, oder zwischen die beiden Räder. Ich fuhr genau hinterm Auto und bin mit beiden Rädern durch. Und damit war im Prinzip kein Laufrad mehr da und für mich war dann Feierabend gewesen, ja. Das war so nach der Hälfte der Rundfahrt im gelben Trikot. Das war eine sehr schwere Rundfahrt auch gewesen und das hat mir auch Spaß gemacht, aber gut, da ging es dann nicht weiter. Aber es wäre mal spannend gewesen, wenn ich diese Rundfahrt vielleicht gewonnen hätte, wenn es so weitergegangen wäre. Aber da merkte ich auch, was so möglich ist, ja, dass du vorher irgendwo, du hängst auf der Toilette, du übergibst sie, dir ist so schlecht, so krank hast du dich gefühlt und dann bist du ein paar Tage später mit den Top-Sportlern unterwegs und hast das gelbe Trikot.
da überhaupt diese, da, zu der damaligen Zeit, 1983, mal eben nach Paris und dann rüberfliegen in die Karibik, das ist was anderes, wie wenn das heute jemand erzählt. Naja. Ja, sehr schön. Dein, im Profi hast du auch wirklich Erfolge gefeiert. Was war dein erster Erfolg, wo du gemerkt hast, okay, ich kann hier vorne mitmischen? Also ich glaube, wir haben ja Straßburg, da war es ja noch das war ja ein Amateurrennen, gehe ich von aus. Ja. Wo ging das dann los, dass du auf einmal, warst du das Übliche, was man von vielen Profis hört, dass man sagt, okay, ich komme jetzt in den Profistall und fahre erstmal hinterher, weil die doch mit einem anderen Niveau fahren als im Amateursport. Das kennt man ja vom Straßenradsport, habe ich viele Bücher gelesen. War das bei dir auch so oder konntest du gleich mithalten? Wie war das? Ja, das baut sich im Prinzip immer so von Rennen zu Rennen auf und du musst natürlich auch mit den Aufgaben wächst man ja auch, ja. Und damit wächst auch das Selbstbewusstsein. Und da musst du halt irgendwie mal ein paar Sachen mal riskieren und mal ausprobieren. Aber auf dem Weg dahin habe ich natürlich auch Sachen erlebt und damit auch Erfahrungen gemacht, die nachher für den Rest meiner Karriere auch wichtig waren. Ich war eigentlich schon in 85 wurde ich Weltmeister in München und eigentlich hätte ich schon zur WM gekonnt, schon ein Jahr vorher, es war 84. In dem Jahr wurde ich auch, nochmal ein Jahr vorher. Da geht es um die Amateurweltmeisterschaft, genau, ne? Ja. Da war ich eigentlich auch relativ gut und klar gesetzt bei der deutschen Meisterschaft in Frankfurt damals, Bornheimer Hang, das ist so ein bekanntes Crossrennen damals, da musste man 2 Runden noch im Stadion fahren und dann ging es erst raus auf die Strecke. Aber das Stadion war praktisch ummauert. Also wenn man da rausfuhr, hast du nichts mehr gesehen. Und ich hatte noch am Start noch Interviews gegeben und noch Hallo und Grüß und so weiter. Der Sunny Boy. Der Sprecher sagte halt, während ich beschäftigt war, 2 Runden im Stadion und so Startschuss, ich gleich die Führung übernommen. Eine Runde rum und hast raus. Die zweite Runde nicht gemacht. Normal hätte da auch eigentlich ein Streckenposten stehen müssen, der das zuhält. Ja, ja, ja. Ich bin raus. Digga, sag mal, so ein Vorsprung, das gibt's doch gar nicht, ja. Und dann denk, ach du meine Güte, ich hätte ja 2 Runden fahren müssen. So, also ich wieder umgedreht, dann kamen die mir aber, die ganzen 80 Leute, eigentlich schon von der zweiten Runde wieder entgegen und mich als letzter da. Aber du hast die Runde noch nachgeholt und hast dich wieder hinten angestellt. Ja, bin hergefahren, bin dann auch Neunter geworden. War natürlich total enttäuscht, weil ich eigentlich Deutscher Meister werden wollte. Hättest du auch gewonnen wahrscheinlich, wenn du da nicht. Also hast du ja noch ein paar deutsche Meistertitel dann bekommen. Ja, ziemlich sicher. Und dann saß ich dann bei der Siegerehrung, natürlich eigentlich schon enttäuscht. Und dann, ich wusste, ich bin Neunter geworden. Und dann Achter war sowieso. Neunter war der. Zehnter war der. Ja, ey Leute, ich bin Neunter geworden. Die haben dich disqualifiziert. Richtig, ja. Die haben mir gesagt, ich bin eine Runde getaucht. Es konnte keiner so schnell wie nach vorne fahren. Das geht nicht mit reellen Dingen zu. Ach, ja. Das haben sie dir unterstellt. Ja. Ach, du, also da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Ja. So, das war die WM. Dann war die WM ein Jahr später. Das war dann 84 in Holland. Da ging mir dann kurz vorher der Arsch auf Grundeis. Ich merkte, ich hatte nicht mehr ganz so die super Form. Und merkte irgendwie mal, ich habe irgendwas am Hals auch und irgendwie die Nase irgendwie läuft. Und ich wurde also mit jedem Tag, wo ich näher an die WM, an den WM-Tag kam, wurde ich kränker, bis ich naja wirklich irgendwie Fieber hatte. Ich bin dann zum Mannschaftsarzt, Dr. Huber damals. Und also da können wir jetzt höchstens nochmal so einen Vitamin-Cocktail nochmal geben. Und sollen wir dich rausnehmen? Du merkst, ich bin total krank, ja. Und dann wurde ich rausgenommen und dafür rutschte ein Ersatzfahrer nach. Und ja, dann war für mich im Prinzip die Belastung eigentlich weg gewesen, ja. Nächsten Morgen wache ich auf. Gesund. Blendend. Bin einwandfrei gesund. Habe ich mir gesagt. Ohne irgendein Kratzen. Musste dann natürlich ins Depot und ein Fahrrad halten, ja. Und konnte zugucken, wie die Jungs, die ich die Wochenende zuvor abgehängt habe, da vorne im WM-Titel gefahren sind, ja. Ich dachte, bist du eigentlich, warum hast du dich eigentlich so verrückt gemacht und dich krank gemacht, aufgrund von der nervlichen Infragestellung, ob ich das alles kann und hinkriege, bei einer WM gut zu fahren, ja. Aber da war schon der Zeitpunkt, wo du wusstest, du kannst was, weil sonst hättest du da ja vorne nicht gewinnen können. Ja. Und der Schritt, dass du dann Profirennen gefahren bist, wann ist das dann passiert? Ist das dann so ein fließender Übergang?
Ja, es gab ja damals die Möglichkeit, schon diese Open-Rennen zu fahren. Also da fuhren ja Amateure und Profis zusammen. Wie das ist eine Zeit, dachte, die man sich heute nicht mehr genau vorstellen kann. Warum, wieso Amateure und Profis? Das, heute ist das anders, aber damals war das schon eine knallharte Unterscheidung. Ja, ja, ja. Ich wollte aber, es war natürlich immer, oder von daher immer interessant, mal bei den Großen mit dabei zu sein. Da war natürlich eine ganz andere Medienpräsenz. Und klar, wenn die mit ihrem kompletten Equipment da angerollt sind, mit ihren Reisebussen und so weiter, das war natürlich schon schwer beeindruckend und hatte mich dann eigentlich auch motiviert, auch mehr zu machen, obwohl ich trotzdem gerade nach der 88 Seoul Straßensache für mich das Straßenthema eigentlich durch war. Da hast du auch Straßenradsport an den Nagel gehängt, sozusagen. Ja, und dann war ich ja im Prinzip in Kalifornien und habe dann mir ein Cabriolet da drin gekauft. Und hast du dann in Kalifornien das Mountainbike entdeckt? Weil das ist ja eigentlich auch die Zeit, wo das alles so angefangen hat, wo es so richtig rübergeschwappt ja, ist. Ja, zwangsläufig entdeckt, ja. Was interessant in der Zeit war, ich bekam damals von Jan Raas, der hatte damals das Team Panasonic, war der sportliche Leiter, und der rief mich an, würde mich gerne in dem Profiteam, im Straßenprofiteam haben als deutschen Fahrer. Und ich habe gesagt, der herzlichen Dank, ich habe mit Straße abgeschlossen. Ich freue mich über das Vertrauen und so weiter, aber ich habe kein Interesse an der Krass. Straße mehr. Und dann hatte ich auch noch einen Anruf gekriegt von Paul Köchli, das war damals das Profiteam aus der Schweiz, Helvetia. Habe ich auch gesagt, vielen Dank, ich fühle mich geehrt, dass er an mich denkt, aber kein Interesse. Und dann kam ein Monat später von der AMC, von Dieter Schneider, von der Agentur, die haben damals den Grundig Mountainbike Wild gehabt, das war ja damals der erste Sponsor Grundig, mich angerufen und haben gesagt, sie würden mich gerne verpflichten für einen Start beim Mountainbike-Rennen. Ich sagte, was ist denn ein Mountainbike-Rennen? Geil, also, das finde ich so schön, dass du das so sagst. Ich, aber es hört sich aber irgendwie interessant an. Lass uns morgen mal telefonieren. Ich muss ja mal ein Fahrradladen gehen, ich gucke mir mal so ein Rad mal an. So, dann bin ich denn da in Laguna Beach da. Wollte ich gerade sagen, in Kalifornien bist du mal in den Laden gegangen, da wo das Mountainbike erfunden wurde. Und da habe ich gesagt, der ist ja irgendwie cool, Mann. Die Räder haben so einen breiteren Lenker und die Reifen sind ein bisschen stabiler. So die Crossräder, so Alan, so relativ weich und so weiter. Also das macht dir irgendwie Spaß, ja. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass es was Spaß macht. So, und dann bekam ich am nächsten Tag den Anruf. Und ich war ja nun in Kalifornien und fing auch so ein bisschen an mit Surfen und so weiter. Und da musste es also schon fundamentale Gründe geben, um mich da rauszuholen, ja, aus diesem California-Lifestyle. Und dann hatte ich denen gesagt, meine Bedingung und Kondition, und die wurden ohne Diskussion, wurden die erfüllt und umgesetzt und bekam den Vertrag und bin dann nach Berlin geflogen und bin da dann das erste Mountainbike-Rennen in Berlin, Libars, gefahren. Und hatte dann leider in der letzten Runde einen kleinen Fehler gemacht und wurde dann bei dem ersten Rennen, was ich gefahren bin, auf dem Mountainbike Zweiter gleich. Kuchenbaum. Und klar, ging ja dann mega steil bergauf mit Mountainbike. Der Vorteil, das will ich eigentlich gar nicht jetzt so der sagen, Vorteil war ja das Crossfahren. Wenn ich das Crossfahren nicht gehabt hätte, hätte ich auch nicht so Mountainbike fahren. Also das kam jetzt nicht aus dem bist du da, sondern das Crossfahren war ja im Prinzip für mich eine wunderbare Schule. Und eine präzise Schule fürs Mountainbike, ja. Jetzt mal ein ganz kurzer Sidestep, weil du so erzählt hast, Mensch, ich habe schönes Surferleben und Kalifornien und ich bin einfach mal, hatte keinen Bock mehr. Hast du schon so viel Geld eingenommen mit dem Radsport, dass du sagen konntest, ich mache da mal ein Sabbatjahr, oder hast du da einen anderen Job gemacht? Oder wie war überhaupt deine Perspektive? Hast du immer schon neben dem Radsport da auch andere Karrieren? Nee, also als deutscher Meister verdienst du kein Geld als Weltmeister, aber schon, wenn du es richtig machst. Aber das war ja noch nicht so weit, ne? Der Weltmeistertitel war doch 85. Ach, der war 85, genau. Okay, dann habe ich das 85, falsch mit 87 Daten. Nur nicht unter den Profis halt dann. Ja, nee, ich meine, aber der Weltmeistertitel Profi war doch später. Der war 92. Genau, habe ich doch richtig. War, ja, ja. Aber das war ja, Entschuldigung, korrigiert mich, das war ja rein Mountainbike, der Weltmeistertitel 92. Nee, der war Cross. Der war Cross. Entschuldigung, habe ich jetzt einen totalen Denkfehler. Ja, okay. Genau. Okay. Aber als so. Junior-Weltmeister verdient man, oder Amateur-Weltmeister verdient man schon auch ein bisschen ja, was? Ja, wenn man das richtig macht. Also ich gehörte als Amateur auch zu den teuersten, glaube ich, damals Amateuren.
Also und dann konntest du schon so ein bisschen Geld und. Ja. Also ich habe einfach durch, auch da, damals durch den Rudi Altig auch, auch erfahren, es dreht sich halt nicht nur schnell und sabbernd, um die Rennstrecke zu fahren, sondern du musst halt auch ein bisschen der Entertainer in dem ich Rennen sein. Ja, ne? Und mich vermarkten können. Du musst da was zu sagen haben. Du musst vielleicht auch mal provozierende Antworten bei Fragen und so weiter gehen und die natürlich manchmal riskant sind und die dann auch wiederum als Bumerang auch zurückkommen und dann auch entsprechend wieder wehtun. Aber somit habe ich natürlich damit relativ breites Publikum gehabt und über die Fahrer, über die man spricht oder streitet, also einige mochten mich, einige mochten mich nicht, damit bist du natürlich im Gespräch, ja. Und das hat natürlich dann so Fans oder Nicht-Fans gegeben und die konnten sich miteinander austauschen und somit war ich deswegen damals schon als Amateur relativ gut dabei und konnte mir dieses Jahr auch erlauben. Ich denke mal, manchmal ist es auch gut wichtig im Leben einfach mal zu sagen, jetzt machst mal einen Cut und überlegst du mal, ob das, was du da machst, das Richtige ist. Sind das nur Fehler, die andere machen? Sind das Fehler, die du auch mitmachst? Und was müsste jetzt ein neuer Umstand sein, Umfeld sein? Vielleicht musst du was ganz anderes machen. Und dafür war das natürlich eigentlich schon mal sehr, sehr gut gewesen. Aber ich bin drüben, habe ich so ein bisschen Radfußball gespielt, so mit so BMX-Bikes, aber nur so in so einer ganz einfach, hat mir total Spaß gemacht. Und als es dann mit diesem Mountainbike-Thema da aufkam, war das für mich eigentlich... Das war ja nicht absehbar. Nee, das war nicht absehbar. War ja eine glückliche Fügung, aber interessant ist ja, wie alt warst du da, als du nach Amerika gegangen bist? 24? 24 etwa, ja. Aber in dem Alter da diesen Mut zu haben, naja, ich höre jetzt auf mit Radsport, gehe rüber, hab natürlich auch schon ein bisschen Geld verdient, das hätte ja auch sein können, es vergessen dich ja alle, immerhin hattest du ja irgendwie intuitiv, schätze ich, du wirst ja nicht einen Plan geschrieben haben, ich möchte jetzt in dem Interview das und das sagen, damit ich Geld verdiene, sondern es scheint sehr intuitiv da eine Persönlichkeit gebildet zu haben, an die man sich ja bis heute auch erinnert. Und das ist schon erstaunlich. Also war dir das bewusst oder ist das alles so passiert? Ich wusste jedenfalls, dass ich mit dem Radsport nach dieser Olympia-Nicht-Nominierung so nicht weitermachen kann. Weil das hat dich kopfmäßig blockiert, ne? Du musst Spaß haben, du musst das Vertrauen zu den Leuten haben, mit denen du arbeitest und wenn du das Vertrauen nicht hast, dann kannst du dir auch nicht wehtun. Und Radsport ist einfach mal auch eine ganze Menge Schmerz, die du aushalten musst. Und wie gesagt, da ist Geld ist ein Motivationsfaktor, aber bei mir war auch wichtig gewesen, dass es zwischenmenschlich, dass das Vertrauen da ist und das war erstmal nicht mehr da gewesen. Und da musste ich erstmal wieder gucken, was könnte das sein. Deswegen war noch die beiden Straßenteams auch für mich nicht die mich gelockt haben. Ja. Obwohl ja eigentlich jeder oder ich damals sagte, Mensch, wenn ich in so einem Team hätte fahren können, in Panasonic, da waren so viele verrückte, coole Profis drin gewesen, da hätte ich eigentlich genau reingepasst. Aber das hatte mich dann doch irgendwie, ich meine, ich muss noch dazu sagen, der Straßensport ist halt auch brutal hart. Ja, also das darf man auch nicht vergessen. So eine Tour de France sieht wirklich dufte aus am Fernseher. Wenn du zwischendrin mal um was trinken gehst während der Übertragung, ja, aber wenn du 3 Wochen jeden Tag volles Programm und da ist kein Tag, wo die nicht auf dem Rad sitzen, selbst an den Ruhentagen sitzen die 60 Kilometer oder 80 Kilometer auf dem Rad, das musst du auch erstmal aushalten, ja. Mhm. Und wollen. Ja, aber das ist ja interessant. Dann bist du mit dem Mountainbike wieder zurück nach Deutschland, hast da ein Zuhause gefunden. Wann kam denn das Crossen wieder dazu? Das Cyclocross? Weil da, wie gesagt, dein größter Erfolg, würde ich sagen, also ich glaube, ist ja tatsächlich 1992 die Cyclocross-WM gewesen. Wie bist du da hingekommen? War das dann auch wieder zufällig oder bist du einfach wieder voll drin gewesen und hast gesagt, alles, was Gelände ist, mache ich jetzt? Nee, der Crosssport hat mir natürlich nach wie vor am Herzen gelegen, ja. Das ist schon eine sehr familiäre, ähnliche Art, Rennen zu fahren. Also im Cross, wer da vorne, wer einen Pfund drauf hat, der ist auch vorne mit dabei. Und wahrscheinlich hat es auch mit den Umständen, hast halt in extremer Witterung im Winter zu tun, muss sich gegenseitig irgendwie helfen, man geht da sehr fair miteinander um. Ingo und ich haben im letzten Podcast gesagt, und ich glaube, Ingo hat es so gesagt, und ich würde es auch unterstreichen, es ist der härteste Radsport. Also machen wir uns doch nichts vor, das ist doch knüppelhart. Diese
Crosser. Mit der Witterung auf jeden Fall umzugehen. Ich war eh eine Frostbeule, also normal hätte ich eigentlich Crossboard gar nicht gepasst, ja. aber das war nun mal das, was mir letztendlich Spaß gemacht hat. Und ich habe mir dann irgendwie gesagt, ich will es im, ich will es nochmal versuchen mit dem Crossboard. Und hatte mich darauf auch richtig vorbereitet. Ich bin insgesamt nur 6 Rennen gefahren vorher, und zwar nur Sachen, die ich selber ausgesucht habe, Rennen. Mhm. Ich habe auch weitestgehend auf Startgagen verzichtet und habe gesagt, ich muss aber jedes von diesen 6 Rennen, was ich vorher fahre, jedes muss ich gewinnen. Mhm. Also mein Training sah entsprechend sehr hart und umfangreich aus, was jeden Tag. Mit Trainer oder hast du da? Alleine. Alleine. Okay, krass. Ich hatte einen Freund, damals den Hans-Jörg Furrer, der mir so ein bisschen geholfen hat zum Motortraining, ne, so hinterm Motorradfahren. Aber sonst warst du ganz alleine, nicht mal im Team irgendwo? Nee, okay. Nee, ich war Einzelkämpfer. Ganz alleine. Ganz alleine gemacht. Da gab es auch eine Geschichte eigentlich vorweg, weil ich bin ja, nachdem ich aufhörte und in Kalifornien war und wieder zurückkam, bin ja weiter Rennen gefahren, ja, aber erfolglos. Also jede Weltmeisterschaft, als Profi bin ich die ersten Runden rumgeflattert vorne, wie wild, und dann im Kamikaze-Sturz verschwunden. Mhm. Und das lag auch so ein bisschen daran, dass ich damals in Berlin wieder wohnte und bin denn durch diese Erfolge, die ich hatte mit meinen WM-Titeln, auch so ein bisschen so ins Nachtleben. Ja, man gehört ja auch dazu. Verrückt, sozusagen. Und das war natürlich eine total spannende Zeit gewesen, ja. Ja, ja. Aber mit Training ist da nicht so viel. Mit dem abgesperrten VIP-Raum und Alkohol und auch schöne so Sachen so, die man so auch erlebt. Und dann kam ich dann morgens nach Hause und dann war nicht viel Zeit zum Schlafen und dann war der Trainer schon wieder da, um 9 Uhr wieder auf der Matte zu stehen, ja. Und das ging auf Dauer nicht. Und dann suchst du natürlich überall die Fehler und die Ursache bloß nicht in deinem Lebenswandel. Mhm. Und dann hatte ich damals den Film gesehen mit Stallone, also die ganzen Filme, also die Rocky-Filme, aber Rocky Nummer 4, der hat Gott sei Dank für mich so ein klares Bild ergeben, was ich ändern muss. Da waren die beiden ja schon, der Apollo, sein Freund, die waren ja beide schon Weltmeister gewesen, zigfach, und lebten ja schon im Luxus und haben gar nicht mehr so hart trainiert. Und dann kam ja der russische Boxer und hat die herausgefordert. Und der Apollo hat es dann angenommen. Der ist ja bei dem Kampf dann gestorben, weil er so brutal und hart im Vorfeld trainiert hatte, dass der Apollo keine Chance hatte gegen ihn. Und jetzt sollte natürlich Rocky seinen Freund rächen, und der Trainer sagte, bist du des Wahnsinns, der bringt dich genauso. Du hast gar keine Chance. Du lebst in deinem Luxus hier und hast ja Bedingungen und Personal und so weiter. Du kannst gar nicht mehr so trainieren. Außer du lebst ähnlich wie Dragon in einer Blockhütte irgendwie in Sibirien oder in Russland, in irgendeiner Hütte. So, und dann siehst du die nächste Einstellung. Sylvester Stallone oder Rocky trainiert praktisch in so einer Hütte, Tiefschnee, und schleppt so Baumstämme und Steine und so weiter. Und als ich diesen Film gesehen habe, habe ich direkt am nächsten Tag meiner Mutter gesagt, du, ich gehe in Schwarzwald, hatte meinen Freund angerufen, ich wusste, dass die eine Pension haben, hab den Zimmer frei, ja, wann willst du denn kommen? Ich sage, morgen. Oh, bleibst du bis zum Wochenende? Na, ich würde ganz gerne 3 Monate bleiben. Oh, so lange? Gibt es Ärger zu Hause? Ich sage, nee, ich möchte wieder Weltmeister werden. Ach. Ja, da habe ich meine Sachen eingepackt, bin runtergezogen, lebte dann für die 3 Monate oder eigentlich noch für weitere 2 Jahre in einem 16 Quadratmeter Zimmer und hatte mich dort vorbereitet. Denn diese 6 Rennen, wo ich sage, ich fahre nur die 6 Rennen und trainiere entsprechend hart. Es ging morgens um 7 Uhr los mit Lauftraining und ich kam abends um 22 Uhr von der Massage wieder mit dem Rad nach Hause mit Licht und bin ein Weltmeister geworden. Ist ja eine Knaller-Story. Entschuldigung, da muss ich reingehen. Du guckst diesen Film und merkst dann, ich muss auch meinen Lebenswandel ändern. Nicht mehr Nightlife und ein bisschen Alkoholgetränke und wenig Schlaf und all so eine Sachen. Und dann auch diese knallharte Sache. Du guckst den Film und am nächsten Tag willst du in den Schwarzwald, ich ändere alles.
Dann ist ja das Codewort für den Podcast Rocky 4. Die Story ist ja sensationell. Ich habe da ein Poster bei mir in der Werkstatt von diesem Rocky-Film. Ich fand es wirklich toll, wenn einen sowas so inspiriert. Und der Film ist ja auch irre inspirierend. Ja? Jetzt muss ich den nochmal nachgucken. Ich erinnere mich auch an, ich weiß nicht, ich glaube, das ist. Ich habe den nicht 100% parat. Der erste Rocky ist doch der, wo er die Treppen hoch und runter läuft und sich rohe Eier reinpfeift. Ich habe früher Basketball gespielt als Jugendlicher. Ich bin auch die Treppe nachts mal hoch und runter gelaufen, habe mir rohe Eier reingepfiffen, einfach wegen des Films. Und solche, das ja gibt es ja in, Zeit, für in Zeiten von Netflix und diesem Überangebot an Filmen gibt es ja nicht mehr diese Möglichkeit, glaube ich, für die Menschen heute, oder die Jugend heute, die lebt, dass sie sagt, ach, ich erinnere mich an den Film, lass mich inspirieren. Ich glaube, das war damals so eine ganz eigene Zeit und diese Rocky-Filme, da hat jeder eine Geschichte zu. Und jeder hat diese, hat ja auch diese Musik im Hintergrund. Stimmt, die Musik hatte auch jeder abgefeiert. Din und so. Ne? Hier mit Eye of the Tiger und dieser ganze Klimbim. Also jetzt, mein Gott. Dann hat aber interessant, dass das zum Weltmeistertitel geführt hat. Ist ja wirklich krass. Und, diese Konsequenz zu haben, zu sagen, ich komme morgen. Da muss ich ja sagen, das ist ja wie, du willst aufhören mit Rauchen? Ja, jetzt. Nicht nächsten Monat. Ich will irgendwann aufhören mit Rauchen. Das ist eigentlich ja schon das Highlight. Es kann gar nichts Besseres kommen jetzt hier im Podcast. Das ist ja schon der Knaller. Ja, ich denke, wenn man im Leben irgendwas machen möchte, wirklich aus Überzeugung, und ich muss es natürlich, muss ich auch dazu sagen, ich muss ja auch überlegen, wo will ich in der Zukunft hin? Will ich wieder arbeiten als Zahntechniker oder will ich weiter den für mich nach wie vor Traumberuf eines Radfahrers erleben? Aber wenn du mal Weltmeister warst und weißt, wie das ist, mit dem WM-Trikot unterwegs zu sein oder irgendwo empfangen zu werden, dann ist natürlich der zweite Platz schon wieder nicht mehr so lustig. Ja? Und deswegen musste unbedingt wieder ein WM-Titel her. Und da ich bei den Amateuren zum Weltmeister geworden bin, wollte ich bei den Profis das im Prinzip auch genauso machen. Genauso wird der Plan. Denn war ein Jahr später war dann in Körber die Weltmeisterschaft. Ich war optimal wieder vorbereitet. Fuhr dann auch damals mit dem, ich weiß nicht, hießen sie damals noch Team Stuttgart oder Telekom schon, hatte dann irgendwie meine Radschuhe vergessen und bin dann mit Turnschuhen mit dem Team auf der Straße gefahren und fuhr denn die von auf der Straße und ich fuhr parallel auf dem Rasen. Und da haben die gesagt, ey, sag mal, wie du unterwegs bist, du wirst doch wieder Weltmeister, oder? Und ich hatte denn damals, es war ein großer Fehler gewesen, der mich teuer zu stehen kam. Ich hatte vorher noch einen neuen Vertrag gemacht mit einer Schaltungsfirma und da gab es einen Fehler an der Schaltung, fehlte ein kleines Teil hinten an dem Käfig, ist so eine kleine Lasche dran, die Kette in dem Käfig hinten zwischen den beiden Pullis praktisch. Genau, richtig, ja, weil wenn die Kette vorne vom Kettenblatt runterspringt, dann schneppert das Schaltwerk nach oben und somit war vorher immer ist die Kette komplett rausgesprungen aus dem Schaltkäfig und diese kleine Nase hat die praktisch drin gehalten. Das heißt also, wenn du denn weiter trittst langsam und schaltest wieder hoch, dann kriegst du mit Gefühl und mit weichen Weitertreten zieht es vorne die Kette über das Kettenblatt drauf. Aber ja, das kenne ich auch. Ja. In dem Fall ging es nicht, weil diese Nase fehlte und die Kette lag praktisch komplett um dem Schaltwerk und deswegen war das immer. Ist doch lange her, welcher Marke war es denn? Es war damals Sachs. Ja. Okay, das ist sowieso. Das war extrem schmerzhaft gewesen, weil ich die genau ausgesucht habe, weil die nämlich schnell geschaltet hat. Aber dieses Problem nicht einmal vorher in den 4 Wochen erlebt habe. Aber dann im Rennen ist es mir zweimal passiert. Und paradoxerweise habe ich auch die Nacht vorher noch geträumt, dass ich 30 Sekunden vor allen liege. Im Rennen und sah in dem Traum, wie die Zuschauer so gähnend stehen, weil es irgendwie langweilig ist, weil ich schon so weit weg bin. Und nach der Hälfte des Rennens gucke ich auf meinen Vorsprung am Startziel 29 Sekunden, ja, und denke, man, hör auf, jetzt darüber nachzudenken, gib Gas und fahr das Rennen weiter. Und dann eine halbe Runde später habe ich in diesem Sturz weil ich da nicht weiterkam, habe ich 30 Sekunden verloren. Das war auf so gefrorenen Boden, der auch matschig war. Es war so ein kleines Stück, wo ich sicherlich hätte cleverer reagieren können. Ich hätte eigentlich
da runterlaufen sollen, wieder hochrennen sollen. Und ich probierte aber von dem Punkt wegzukommen, was nicht funktioniert hat, in dem Stress, leider. Mhm. Das war also Tatsache ein Fehler gewesen. Und habe die kompletten 30 Sekunden verloren. Ich wurde eingeholt von ihnen. Habe die wieder überholt. Habe ich dann so weit rangearbeitet, dass ich wieder 10 Sekunden vorne lag. Und dann ist es mir in der letzten Runde nochmal passiert. Mhm. Dann fuhren die beide wieder an mir vorbei. Dann habe ich den Wim de Vos noch eingeholt und Dominique Arnaud, der lag dann 25 Meter vor mir im Ziel und ist dann Weltmeister geworden. Ich bin Vize-Weltmeister geworden und war danach eine Woche krank. Krank, weil ich das hat mich krank gemacht, was ich da erlebt habe. Ja. Naja, du wusstest ja, krank du hattest es ja im Tank, das war ja klar. Ja. Mehr als im Tank. Das war hart. Und ich habe es dann nochmal ein Jahr später, 94, nochmal probiert in Paris. Bei der WM, aber ich habe da nicht mehr die Kurve gekriegt und dann war für mich der Wunsch, diesen ersten WM-Profititel nochmal zu wiederholen und zu bestätigen, obwohl für mich selber habe ich ihn im Prinzip erfüllt. Das war halt mein Fehler, dass ich einfach zu früh das Material eingesetzt habe und vor allen Dingen, Sachs, die waren eigentlich, die wussten damals von dem Problem und hatten auch die Profi-Schaltung für das Straßenteam auch alle umgeändert. Mhm. Und bei mir hat man ungeschickterweise diese Schaltung aus dem normalen Regal genommen. Dann auch noch beim Cross, wie ärgerlich eigentlich. War in dem Fall wirklich. Aber 92, das haben wir jetzt 92 übersprungen. Da ist er ja Weltmeister geworden. Können wir ja überspringen. Hat ja alles gepasst. Ja, aber ich habe tatsächlich ein YouTube-Video gesehen. Man findet das bei YouTube, ja. Wie du da gefahren bist. Da war es ja auch so, du bist allein ins Ziel gefahren. Ne? Wie war das? War das so klar, dass du nach dem Rocky-Film das schaffst? Oder war das doch ein besonderer Moment? Ich meine, dadurch, weil ich eher vorgenommen hatte, nur 6 Rennen zu fahren und jedes von diesen 6 Rennen zu gewinnen, war ich natürlich schon relativ selbstbewusst am Start gewesen. Ich wusste auch, dass die Bedingungen in Leeds damals sehr rutschig waren und ich kam auf rutschigem Boden, nicht auf tiefen Boden, aber auf rutschigen Boden, wo man gut steuern musste, kam ich sehr gut klar und ich merkte schon beim Warmfahren, man guckte immer so über die Schulter, wenn die Konkurrenz, die hinter mir fuhr, sind die nach der Kurve genauso nah noch oder sind die weiter weg? Und dann habe ich mal gesehen, dass sämtliche eigentlich immer nach den Kurven und nach den schwierigen Passagen weit hinter mir waren. Und mit jeder Kurve, wo ich das abgecheckt habe, wenn ich anderen hinterher gefahren bin, ja, wo ich dachte, du bist jetzt einfach nur rangerollt, ja, dann war ich schon extrem kribbelig, war extrem aufgeregt. Ich konnte es eigentlich kaum erwarten, am Start zu sein. Aber ist das nicht auch eine schwierige Situation, wenn man weiß, ich habe jetzt 6 Rennen gegen die gewonnen, ich bin von den Beinen stark, technisch passt mir auch noch alles, bin ich auch einer der stärksten Fahrer. Hat man da denn nicht irgendwo das Gefühl, wenn jetzt irgendwas Unvorhersehendes kommt und mir den Reifenpanne, was auch immer. Hat man da irgendwo oder ist das ausgeblendet? Wirklich fokussiert, wo du sagst, ich fahre das jetzt und fertig. Da war ich wirklich ganz klar fokussiert auf diesen Sieg, den ich auch brauchte und der natürlich meiner gesamten Karriere und alles andere, was danach kam, das war nochmal eine ganz neue Dimension. Hm. Also sowohl finanziell als auch überhaupt deine Person, Bekanntheitsgrad und so weiter. Ja. Es war auch irgendwie wie so ein Traum danach, weil in dem Hotel, in dem ich war, da waren wir ja vorher als komplette Nationalmannschaft gewesen. Und da mein Rennen das letzte ist, sind natürlich alle anderen Nationalfahrer und Mechaniker alle danach praktisch die Fähre oder Flughafen weggeflogen. Und dadurch, weil ich irgendwie abends dann noch vor Ort am Studio war, bin ich dann wieder zurück ins Hotel und dann war ich dort alleine. Okay. Keiner gratuliert und SMS gab es noch nicht. Ja. Und dann habe ich dann noch ein paar Whisky getrunken alleine und dann aufs Zimmer. Dann habe ich mich auch noch über die Minibar hergemacht und dann bin ich im Prinzip mit Klamotten eigentlich im Bett eingeschlafen. Ja. Also das war so meine Feier gewesen. Ja. Und dann mit Fernseher auch eingeschlafen und dann am nächsten Morgen höre ich dann meinen Namen. Ja.
Und dann war das Rennen nochmal im Fernsehen. Okay. An dem nächsten Morgen. Und dann lag ich halt im Hangover und habe mir mein Rennen angeguckt. Ah. Und habe das dann erstmal so erlebt, was da so abgegangen ist. Ja, und was da an Zuschauermengen auch da am Start gewesen waren. Und war das damals schon so, dass du dann auch von einer Talkshow zur nächsten musstest, dass du dann auch wirklich gemerkt hast, oh, jetzt ist mediales Interesse da? Ja gut, das wäre jetzt ein bisschen viel von einer Talkshow zur anderen, aber ich war dann schon mal relativ oft in Sportsendungen auch mit dabei gewesen. Ja, ich war ja nach meinem ersten WM-Titel in München schon mal im aktuellen Sportstudio. 85, das war natürlich da ein absolutes Highlight, ja, weil ich irgendwie wusste, wer da und wie hinkommt, der kann schon was, ja. Warst du vor zwei Wochen auch in München, ne? Ja, genau. Warst du auch vor Olympiapark, genau. Hast du ja auch angeguckt. Ja, ja. Ja, ist immer, also bist ja schon dann immer noch ziemlich am Puls. Ja, so ab und zu gucke ich mir das schon an. Ich hatte ein paar Geschäftstermine gehabt, ein paar Tage vor München, und dann habe ich gesagt, dann fahre ich da auch hin. Und muss privat ich sagen, oder bist du denn da auch irgendwie? Nee, da war ich nur privat. Ja. Und fand es dann bisschen schade, der Crosssport hat ja leider jetzt bei uns in Deutschland schon seit Jahren nicht mehr den Stellenwert, im Prinzip eigentlich. Haben wir darüber gesprochen, genau. Seitdem ich nicht mehr da bin, oder anschließend war er noch so führend aus deutscher Sicht, noch die Hanka Kupfernagel, genau, die Weltmeisterin geworden ist, die den Sport noch hochgehalten hat, und dann ist der Sport eigentlich ein bisschen bei uns verschwunden, ja, und deswegen war jetzt auch die deutsche Meisterschaft, da ist viel mehr möglich. Ich meine, jetzt Anfang Februar sind ja die Weltmeisterschaften in Holland, in Hoge Heide. Ich denke mal, da werden wieder an den beiden Tagen zusammen volle so Hütte, oder nicht? 60.000 Zuschauer. Also man sieht doch das auch in den Benelux-Ländern. Nicht ohne Grund haben wir ja gefragt nach Holland, Niederlande, Belgien, weil das ist ja, du hast ja manchmal das Gefühl, es geht um Bierbuden und Volksfeststimmung. Das ist ja, vor allem ist es ja viel interessanter als jedes andere Radrennen. Weil du die fahren ja 100 Mal an dir vorbei. Aber das haben wir du ja vorhin so besprochen. Nah, genau. Der kurze Kurs. Große Leinwände noch. Also was du nicht unmittelbar vor dir siehst, kannst du wie Leinwand sehen. Das heißt, du hast die Stimmung, du kriegst eigentlich das volle Programm. Ja. Das kriegt man natürlich am Fernseher so gar nicht mit, was da eigentlich abgeht. Ja, schade, dass das dann in Deutschland so. Aber nicht ist das denn jetzt vielleicht sogar ein generelles Radsportproblem in Deutschland, dass man, wenn ich mir jetzt meine Kinder angucke, ich kenne keinen in der Klasse bei den Kindern oder überhaupt in der Schule, der Radsport betreibt. Ist das einfach so, dass diesen Sport auch keiner mehr macht, dass der einfach? Es fehlen ja mit ein bisschen die Heroes in Deutschland, ja, die so diese Ausstrahlung haben, dass man und diese Vorbildfunktion haben, dass man das nachmachen möchte. Mhm. Die können natürlich auch schwer entstehen, weil die Plattformen nicht wirklich da sind. Ja? Das ist ein Henne-Ei-Problem, ja. Ja, also jetzt München, muss ich ehrlich sagen, habe ich irgendwie, ich meine, ich weiß nicht, ob ich diese Energie lange halten kann oder diese Vision, diesem Sport überhaupt auch zu helfen, aber dem Mountainbike-Sport wird es im Prinzip genauso gehen. Mhm. Wenn wir da jetzt keinen potenziellen Sponsor finden, der mal in so ein 5-Jahres-Programm einsteigt, und auch das Nachwuchsthema auch ein bisschen unterstützt, aber auch die aktuellen guten Fahrer, dass da auch vernünftige Startgelder da sind, dass Trainingslager angeboten werden für die Topfahrer, so wie ich es damals selber erlebt habe. Weil ich weiß genau, wovon ich rede. Wenn damals diese Trainingslager, die wir im Winter hatten, diese 2-3 Trainingslager über eine Woche, wenn wir die nicht gehabt hätten, die waren Teil von dem Erfolg, den ich damals gehabt habe. Abgesehen von dem, was ich durch meinen Trainer nochmal dazu gekriegt habe. Aber wenn die nicht gewesen wären, diesen Spaß, diese Gruppendynamik, dieses gegenseitige Pushen, Anpushen und so weiter, dann wäre das geworden. Und so muss man es im Prinzip auch heute machen. Und durch diese Kameradschaft bist du nachher auch leidensfähiger und bringst dich selber halt in bessere Trainingsspitzen. Die werden gebraucht nachher, wenn du irgendwelche Rennen entscheiden willst, ja. Also, und wenn man denn vielleicht sagt, mit so einem 5-Jahres-Programm hat man am Ende nachher auch wieder eine Weltmeisterschaft in Deutschland im Olympiapark. Das wäre eine Riesenplattform und vielleicht könnte da wieder jemand entstehen. Mit dem Gravel-Hype, den wir jetzt haben, was ja noch relativ ähnlich ist wie Cross, müsste das doch eigentlich jetzt ein Punkt sein. Also naja, die Eltern sitzen alle auf dem Rad, aber die Kinder nicht. Ja, also aber wie gesagt, auch die müssen ja auch alle gucken. Ich habe das Gefühl, dass nicht das Gefühl, es ist einfach so, die Leute haben heute weniger Zeit. Mhm. Und
oft, und der Radsport ist ja auch kein der billiger ist zeitint- und zeitintensiver zeitintensiv Sport. Und auch kein billiger Sport. Und wenn man da jetzt nicht einen potenziellen Sportler hat, einen Sponsor hat, der sowas überregional unterstützt, also wenn wir da irgendjemanden haben, gerne melden. Ich habe wirklich ein paar ganz tolle Ideen, wie wir das wieder auf den Vordermann bringen können. Aber das geht halt auch nicht von heute auf morgen, sondern es müsste schon so ein 5-Jahres-Programm sein. Es wäre okay. Für den Sport, wäre das ehrlich toll. Wir haben jetzt zum Beispiel Jobrad, die sitzen ja bei mir in Freiburg. Die haben jetzt vor kurzem den SC Freiburg sponsern die jetzt über die nächste Zeit. Das wäre natürlich genau ein Partner gewesen, der auch toll zum Fußball. Radsport gepasst hätte. Ja, die sponsern du hast Fußball. Fußball, ja. Stimmt. Stimmt. Also haben wir beide. Ja, und für den Sponsor, der dafür vielleicht sich Gedanken macht, der kann natürlich auch nicht in den ersten 2 Jahren die große mediale. Da muss erstmal Aufbauarbeit geleistet werden. Der muss wirklich da mit einer gewissen Leidenschaft dabei sein. Das muss natürlich auch seinen anderen Kollegen auch entsprechend verklickern und deswegen wird es sehr schwer sein. Aber es gibt da draußen ganz sicher, ich bin mir sicher, es gibt da draußen jemand. Der sagt, da würde ich gerne mal etwas Positives Da ist ja im Grunde das Red Bull-Thema. Red Bull, die ja in diese Nische irgendwann mal reingegangen sind und Sportarten auf einmal medial nach vorne bringen und zwar mit eigener Medienfirma. Ja, Red Bull, die sind auch eher auch nur so für außergewöhnliche Sportarten. Ja, ja. Ne? Das aber sowas für einen Radsport wäre doch der Knaller. Ja, ja guck dir doch Cliff Diving oder wie diese Turmspringerei, was das hat doch Red Bull groß gemacht. Ja, ja. Ja, das ist richtig. Wir bräuchten jetzt immer, der so Suppen macht so für den Winter, ja, so Knorr oder was, ja. Die haben dann leicht authentisch ihre. Genau, ja, ja. Glühwein. Aber das ist nicht so ein Riesenbusiness. Alkohol, ja. Das passt nicht so. Ja. Ja, ja. Gut, also dann war ja irgendwann auch, hattest du dann irgendwann so einen Plan B in der Tasche, wo du gesagt hast, okay, jetzt gründe ich mal eine Radfirma. Warum fragen wir das wohl? Naja, also das ist ja wirklich so, die Marke Focus hast du ja mit begründet. Wie ist das passiert? Also, und wie viel Risiko bist du da ja auch gegangen? Also musstest du ja auch irgendwie entweder Geld einsammeln oder dein eigenes investieren. Wie ist das gelaufen? Ja, eigentlich war das, oder ist es dadurch entstanden, weil ich gesagt habe, ich brauche für mich das optimale Fahrrad. Weil das Fahrrad ist ja mein Werkzeug, ja. Und desto besser das Fahrrad funktioniert, desto einfacher es ist, desto logischer die Teile ausgesucht sind, die an dem Rad sind, desto mehr Vorteil habe ich schon mal per se mit dem Fahrrad. Wann war denn das jetzt genau, die Gründung? Die Gründung war im Herbst 92. Also der WM-Titel war im Prinzip, wo ich gesagt habe, mal mit dem Momentum, also mit der Bekanntheit, die ich jetzt wieder habe, die müsste ich jetzt eigentlich, wenn, denn gleich nutzen. Aber das ist ja außergewöhnlich. Du bist mitten in deiner Karriere drin. Du warst auch noch Profisportler zu der Zeit und hast ja auch die nächste WM und Downhill-WM und was nicht alles noch gefahren. Das heißt, 6 Stunden trainieren und den Rest des Tages Business machen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder war es wirklich, wo du gesagt hast, auch in der Garage, ich baue jetzt erstmal nur mein eigenes Rad? Naja, ich muss dazu sagen, ich hatte natürlich die Jahre zuvor schon immer meine Räder auch selber immer optimiert. Also immer noch ein bisschen verändert. Aber das mochten die natürlich nicht, weil die wollten ihre Räder 1:1, so wie sie im Prinzip auch produziert worden sind, auch verkaufen, was natürlich heute total überholt ist. Weil man weiß, dass einfach jeder hat so seine Vorlieben, was ihm besser passt. Und deswegen wäre es eigentlich sinnvoller, um nachher auch den Erfolg am Ende zu haben, den du wiederum vermarkten kannst, dass Leute ihre Räder eher individueller gestalten können. Und ich hatte damals noch einen Vertrag gehabt mit Wheeler, aber das war dann doch relativ anstrengend für mich, mit diesen Rädern die Performance zu erreichen, die ich brauchte. Und dann ging es da um Vertragsverhandlungen und dann, ja, dann ist halt oft so, dass man sagt, okay, dann muss es irgendwie Schmerzensgeld geben, ja. Also dann müssen wir den Betrag ein bisschen verändern nach oben und dann habe ich das natürlich dann schon auch provoziert und habe dann eine Deadline gesagt, wenn bis zu dem Tag nicht bei mir im Briefkasten ein unterschriebener Vertrag liegt, dann ist das Ding erledigt für mich. Und dann machte ich an diesem speziellen Tag den Briefkasten auf und es war kein Vertrag drin. Und dann ging mir natürlich ganz schön der Arsch auf Grundeis. Achso, dann habe ich falsch gepokert.
hey, was mache ich denn jetzt? Nee, ich kann das nicht machen. Ich kann nicht für das Geld mehr auf diesen Rädern fahren. Die sind einfach für diesen professionellen Bereich einfach nicht ausgelegt, ja. Und dann sitzt du halt mit deinem Kollegen, bist da die bisschen frustriert, trinkst dann aus dem Bier und der andere auch und dann fängst du an zu spinnen und mach mal eine Fahrradmarke und dann, ja, cool, mach ich. Aber was denn alles dazugehört, das hatte ich ja gar nicht so auf dem Plan gehabt. Ja, ein Rad zu verändern ist eins, aber ein Rad von Grund auf neu aufzubauen, also einen Rahmen neu zu machen und so weiter. Und dann hatten wir damals einen Freund, den Eddie Höser und meinen Kollegen Hans-Jürg Vohr. Und er hat einen Fahrradladen. Er sagte, er kümmert sich so ein bisschen um die ganzen Teile, Sachen, wo wir die herkriegen und wer uns die machen kann und so weiter. Und der Hans-Jürg ein bisschen Logistik und ich mache den Test und auch ein bisschen Material und würde es dann promoten durch meine Erfolge auf dem Rad. Also mache Marketing für. So, und dann ging es damals dann auch um den Namen, wie soll das denn heißen? Ja, ist Mike Kluge natürlich. Ich sage, nein, es gab ja schon Greg LeMond-Räder und Eddy Merckx-Räder und musst ein bisschen und, höher machen, das Mikro genau, Tick, ja. Und ich wollte meinen Namen da so nicht draufstehen haben. Deine Kumpels wollten das, der Name. Die wollten, genau, du wolltest es nicht. Ich wollte es nicht, ne. Okay. Und da müssen wir irgendwie was anderes machen und dann haben wir uns hin und her überlegt und dann hatten wir kam ich irgendwie Weihnachten, hatte ich fotografiert und dann beim Fotografieren stellt die Kamera den Autofokus aufs Zentrum von dem Bild und der Rahmen ist das Zentrum vom Fahrrad. Und so kamen wir auf den Namen und dann hatten wir noch einen anderen Namen. Aus der Kamerawelt, interessant. Jetzt hier Inside wissen, woher kommt der Name Fokus. Ja, ja. Und der andere Name war noch Quicksilver, ja. Allerdings nicht Q-I-K geschrieben war und C-K, also das ist das schnelle Silber. Es waren die beiden Namen, die wir dann praktisch uns wie kamst du auf Quicksilver dann einfach so, oder? Den fanden wir irgendwie cool, den Namen. Ja, aber da gab es ja schon die Klamottenmarke und Surfmarke, genau, Surf-Klamotten, damals. Ne? Und da hatten wir so ein kleines Techtelmechtel gehabt, ein juristisches, aber da haben wir uns im Prinzip geeinigt, dass wir dürfen keine Bekleidung machen und die dürfen keine Fahrräder machen und so gab es praktisch diese beiden Optionen, aber dann haben wir uns im Prinzip eigentlich für Fokus entschieden, weil es passte gut und daraus haben sich nachher auch noch andere Sachen ergeben, die dann auch gar nicht so zu sehen waren, aber die halt angenehm dazugekommen sind. Ich kann mir schon vorstellen, aber kommen wir gleich noch zu. Es hat was mit Autos zu tun. Wie komme ich da bloß drauf? Aber das Schöne war, ich konnte jetzt endlich die Räder so bauen, wie ich sie wollte, mit den Komponenten. Aber ihr habt mit Rahmen geschweißt, oder? Schweißen lassen, genau. Okay. Ja, also wir haben sie gezeichnet, ja, beziehungsweise haben das, was ich bisher gefahren bin, auf der Straße, Cross und auf der Bahn, auch die Erfahrung, die ich auf der Bahn gesammelt habe, auf der Bahn fährt man ein sehr kurzes Tretlager, damit man eine sehr hohe Frequenz fahren kann. Du fährst halt etwas kürzere Kurbeln und damit kannst du halt teilweise so 160, 165 Umdrehungen pro Minute fahren. Fliege ich vom Sattel. Kann ich, ja. Ich schon mal nicht. Aber das geht halt auch nur mit einem sehr schmalen Tretlager. Und die Mountainbikes, die dann rauskamen, ne, mit den drei Kettenblättern, waren extrem breit gewesen und dann Pedalen, die waren, da saß du richtig breitbeinig drauf und so konntest du auch gar nicht richtig Frequenz fahren. Und so habe ich einfach meinen Crossräder und an den Mountainbikes, damals noch mit Tune, sehr kurze Achsen für meine Räder bauen lassen, sodass ich so eng wie möglich praktisch treten konnte und konnte damit auch sehr viel über Frequenz fahren, also damit Kraft sparen. Und wenn meine Kollegen oder in dem Moment Rennfahrerkollegen in der Spitzengruppe schon relativ schwer in Gang gefahren sind, konnte ich noch leicht fahren. Und wenn ich aber dann in den schweren Gang gestaltet bin und aus dem Sattel raus bin, dann konnten die nicht mehr gegenhalten. Also so war das einfach schon mal ein Riesenvorteil, nur dadurch, weil du einfach eine andere Breite des Lagers gefahren hast. Oder auch, wichtig war natürlich auch gewesen damals das Thema mit dem Reifen, der richtigen Reifenwahl für die Räder, die richtigen Gänge. Also das Material war für mich auch Magura-Bremsen, die wir damals gefahren haben an den Rädern, wo ich gesagt habe,
das ist die einzige und präzise Art, richtig bremsen zu können, was ich halt auch aus dem Autorennsport wusste, weil ich damals nicht verstanden habe, wo die sagten, also mit dem Rennwagen können wir kein Rennen gewinnen. Ich so, aber der hat da einen riesen Power, der Motor, aber keine richtigen Bremsen. Ah, ja, ja, ich will ja nicht bremsen. Genau, ja, aber klar, wo du vorhin sagtest, du musst ja spät bremsen und auf den Punkt. Hab das genau nachher dadurch verstanden und deswegen war mir auch klar, dass ich die Fahrrad, also die Bremse Magura nachher auch mit einbinde. Ich muss allerdings dazu sagen, die ist mir aber eigentlich auch aufgeschwatzt worden, damals von dem Dr. Nier von Magura. Die kam damals bei dem Mountainbike Downhill Weltcup 92 in Capron, kam die, also dieses Rennen wollte ich unbedingt gewinnen, dieses Downhill-Rennen. Und hab jeden Tag so oft wie möglich den Downhill gefahren, um jede Kurve praktisch auswendig und im Schlaf zu kennen. Wie so ein Bobfahrer. Wie auch so ein Autorennfahrer. Ist ja, da musst du ja auch im Prinzip alles kennen. Und dann kamen da die vier Jungs, ich glaube, der Kestel war auch noch dabei gewesen. Jedenfalls zu viert kamen die und sagten, ja, sie hätten hier eine Bremse und ich sollte die mal testen. Ich sage, Leute, macht ja Spaß oder was? Ich bin ja beim Weltcup, ich will ja morgen gewinnen, jetzt soll ich eure Bremse hier testen, ja. Wir machen es folgendermaßen. Wir würden ein Rad, du hast ja zwei Räder, sehen wir. Wir bauen die um, du musst daran nichts machen. Du fährst sie, wenn es dir nicht gefällt, bauen wir zurück. Du kriegst neue geschmierte Züge rein, dein Fahrrad ist geputzt und ist alles wie vorher. Ich sage also, gut, dann nehmt die zweite. Das war aber auch schon Fokusrad, oder? Ja, ja, das war schon Fokusrad. Okay. Genau, das war jetzt, aber das war jetzt nicht einen Tag vor dem Rennen. Nee, pardon. Nee, das war noch auf Wheeler. Aber war dieses Angebot von Magura einen Tag vor dem Rennen? Ja, das ist ja, muss ja ablehnen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das habe ich auch erst, aber als sie mir den Hebel in die Hand gaben und ich habe da mal, also im Freien mal so gebremst, ja, und du hast so nicht mehr dieses Reiben der Bremszüge, ja, und so ein hydraulisches, weiches, das hat sich schon mal erstmal so im Freien erstmal gut angefühlt und dann hätte ich da, okay, wenn einen Tag vor dem Rennen ist die zweite Maschine, die ist geputzt, ich habe neue, kriegt neue Züge wieder rein, Bremszüge, also ist ja schon mal Arbeit abgenommen, ja. Okay. Ja, und dann bin ich damit runtergefahren dreimal, wie gesagt, das ist ja der Hammer, wie die verzögert, ja. Wegen der Hydraulik dann. Dann war das für mich eigentlich klar, ich werde mit der Bremse den Downhill fahren, ja. Hast du da auch, warst du auch erfolgreich, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Ich hatte zwar die Nacht irgendwie nur 2 Stunden geschlafen, weil ich relativ lang unterwegs war, aber ich hab das Rennen gewonnen mit 3 Sekunden damals Vorsprung, ja. War nicht so, war auch relativ. Ja, aber die 3 Sekunden kann ja auch wirklich das bisschen später bremsen sein, ne? Also. Weißt du noch, wie lang die Strecke war? Ich glaube 12 Minuten, glaube ich. Also heute sind die, glaube ich, 4 Minuten. Ich wollte das nur in Relation setzen zu 3 Sekunden. 3 Sekunden. Krass. Also, okay. Ich bin ein bisschen baff, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist eigentlich auch nicht zu glauben, dass man sich einen Tag vorher um eine neue Bremse bei einem so wichtigen Rennen den Kopf macht. Da würde doch jetzt hier jeder, der hier zuhört, sagen, das ist ja verrückt. Ja, don't change anything. Es hat ja funktioniert und ich hatte das, was ich wahrgenommen habe an der Bremse vorher, das hat es auch Tatsache letztendlich in voller Performance wiedergegeben. Und deswegen habe ich ja im Prinzip eigentlich auch den 93, wo ich vorhin sprach, von dem Crossrennen, wo ich nochmal eine Schaltung gewechselt habe, da habe ich ja im Prinzip eigentlich mein Rad geteilt verkauft. Ja. Also die linke Seite war ja nämlich Magura, Hydraulikbremse am Lenker. Und rechts war ja die Sackschaltung und der Sackshebel am Lenker. Das war dann aber schon Fokusrad. Das war dann schon Fokusrad gewesen. Und die Fokusräder, die ihr gebaut habt, das heißt, die hast du erstmal für dich gebaut, hast die getestet, bist die gefahren und das war noch nicht gleich für die Kunden mit, oder Erstmal in Kleinserie, wir mussten erstmal jemanden finden, das hat man in Deutschland gefunden, die hatten damals auch für Porsche Fahrwerke geschweißt. Die hätten wir erstmal bauen lassen, war natürlich alles relativ teuer und die ersten Mountainbikes, die haben auch damals gekostet schon direkt mal so 6.500 D-Mark, ja. Also es war schon relativ teuer für ein Rad, aber dafür waren die auch wirklich mit Gravuren drin und mit angeschraubten Kabelführungen designt und
das hat das Rad natürlich extrem teuer gemacht und unseren Businessplan, den wir damals dann erstellt haben, so schnell gestrickt. Ja. Die Kohle, die war da eingezahlt, dann die war so schnell weg gewesen und immer noch waren neue Ideen da und dann musste man da nochmal wieder auf neue Sachen wieder umschwenken und neues Material sich besorgen und ausprobieren. Und dann ist damals der Eddie, also einer von den ursprünglichen drei Partnern, der hat gesagt, Leute, das ist mir zu viel. Ich steig aus. Ich glaube daran nicht mehr. Ich habe auch das Geld nicht, das ich da reinstecken möchte. Ich will raus. Und wir haben noch versucht, ihn zu überreden, weil es ging mir natürlich auch irgendwie so ein bisschen also verunsichtete weniger, mich, ne? Auch. Ja, 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 ja. Okay. Weil wenn der nicht daran glaubt, bin ich vielleicht irgendwie auf dem falschen Dämpfer, aber ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass was wir da machen und was wir da einfließen lassen und die Erfahrung aus den verschiedenen Disziplinen, Straße, Bahn und halt auch so ein bisschen Auto und so weiter, damit wird das Rad einfach optimal. Das muss einfach funktionieren, ja. Und gut, dann habe ich ja damit dann auch wieder Mountainbike-Weltcup-Rennen gewonnen und somit war ich dann auf Covers verschiedener Magazine gewesen, Fachmagazine und dann somit war im Prinzip, ne? Die Arbeit und die Entwicklungsarbeit war. Brauchtest du gar keinen Sportler zu sponsern. Genau. Ja, da ich im Prinzip ja Produktentwicklung und Marketing und Rennthemen eigentlich alles ein bisschen selber gemacht, ja. Ja, ja. Und wann war denn der Break-Even, wo denn, weil Focus ist jetzt ja eine Riesenmarke, kennt jeder und wann war der Punkt, wo ihr auf einmal dann viele Mitarbeiter hattet? Ihr wart ja erstmal nur zu zweit wahrscheinlich, oder? Wir waren zu zweit. Also mit dem Hans-Jörg Fuhrer zusammen, ohne den es auch nicht funktioniert hätte, weil ich war ja noch in Rennen unterwegs und irgendwo ist die Zeit halt dann limitiert, um sich da um Sachen zu kümmern. Ich hatte jetzt eh nicht mehr so die Ruhe, weil wenn da so viel Investitionen halt drin sind, dann schläfst du auch nicht mehr ruhig und mit weniger Schlaf hast du weniger Erholungsphase und folgedessen fällst dir am Tag auch wieder die Leistung wiederum zu bringen und dann wurde ich halt auch nicht, konnte die Rennen nicht mehr so gewinnen oder fahren, wie ich wollte und wusste aber, dass natürlich das Fahrradfahren irgendwann mal eh zu Ende sein wird und ja. Jetzt ist es besser, sich auf das Geschäft zu konzentrieren, als dass man jetzt probiert, da seiner sportlichen Karriere weiterhin hinterher zu rennen, weil die halt letztendlich auch endlich ist, ja. Und von daher war das richtig und wir hatten dann damals überlegt, machen wir das selber größer oder gucken wir, ob wir einen Partner finden. Und da gab es damals, genau, und da gab es dann damals, ja, Vertriebspartner wäre eine Idee gewesen, aber auf uns kam die Derby Cycle. Auch als Hersteller. Hersteller auf uns zu. Die hatten im Prinzip auch die Idee gehabt, Fokusräder auch zu produzieren. Allerdings hatten wir die älteren Rechte. Was zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht aktenkundig war. Also wir waren noch nicht im Besitz gewesen der Urkunde. Und auch für den Namen jetzt einfach Focus? Ja, oder? Für den Namen Focus für Fahrräder. Ja. Und wir hatten ihn damals schützen lassen für Fahrräder zur Land, zur Luft, zu Wasser. Und auch für Teile und Sportbekleidung. Mhm. Also alles, was irgendwie nur mit Fahrradfahren zu tun hat. Und somit lief es eigentlich soweit ganz gut und ich hatte damals schon im Auto so ein Mobiltelefon, ich glaube D-Netz oder wie das ein damals C-Netz war. C-Netz, genau. Ja, ja. Analog. Kriegst du dann so einen Anruf so im Auto. Und so dann groß sagt wie einer, eine Kühlbox. Hast du ja, genau, so groß waren die. Hast du deine Marke verkauft? Ich sage, nee. Ja, hier ist eine Firma, die verkauft Fokusfahrräder. Ich sage, es kann nicht sein. Krass. Ich war da gerade in Mailand irgendwie und sagte, schick mir einen Fax bitte. Und das Einzige, was ich wollte nach Hause und gucken, was da Sache ist. Ich konnte es gar nicht glauben mehr. Weil wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht die Urkunde, dass wir Tatsache der Besitzer sind. Und es ging jetzt schon über ein Jahr, diese Verhandlung um diese Markenrechte in München als auch in Brüssel, wo es letztendlich um die weltweiten Markenrechte auch geht. Und dann war das Tatsache so. Die boten 8 Fokusräder an und dann haben wir gesagt, ihr habt, das war was machen wir jetzt? Genau, ja, was machen wir jetzt? Und
das war dann eigentlich sehr spannend gewesen. Ja. Das war so ein richtiger Krimi. Wir hatten dann über etwas verhandelt, was wir noch gar nicht hatten. Also zumindest nicht per Urkunde. Mhm. Was aber klar war, was kommt, oder was hätte auch noch schief gehen können? Also für mich war es eigentlich klar. Aber es konnte ist nicht first come, anderer, first serve? Ja, genau so ist es auch, ja. Okay, aber ich wollte solange, nur eine dumme Frage stellen. Aber solange du das anmeldet. Nicht sehen kannst, da war ja keine Ziellinie oder so, sondern das reichst du ja im Prinzip ein und dann wird es im Prinzip dann von den entsprechenden Ämtern behandelt und bearbeitet und dann kriegst du irgendwann die Urkunde. Hm. Und dann hatten wir im Prinzip über eine Partnerschaft gesprochen. Wir hatten auch soweit eine Vereinbarung, also einen Vertrag, aber ich konnte den Vertrag nicht unterschreiben. Weil du die Urkunde ja noch gar nicht hattest. Weil die Urkunde nicht hatte. Und dann, ein sehr Inside-Podcast hier. Ja. Und dann gab es eigentlich nur eins, ich musste irgendwie Zeit gewinnen und dann bin ich rein im Ausland gefahren und war dann in Australien. Weg. Ich musste jetzt weg nach Australien und hatte dann meiner Mutter gesagt, ja, wenn irgendwas vom Amt kommt, bitte sofort Bescheid sagen. Hm. Und dann hatte denn Australien nicht ausgereicht, dann war ich noch in Amerika. Und da bekam ich dann den Anruf, hier ist ein Einschreiben gekommen. Ich sah mach auf und da war die Urkunde drin. Okay. Und dann bist du ganz schnell aus Australien, Amerika wieder zurück gewesen. Zurück gewesen und dann haben wir im Prinzip die Vereinbarung getroffen und okay. War das somit jetzt Lizenz oder ging es? Lizenz. Das heißt, die durften dann in eurem Namen Räder bauen? Genau, richtig, ja. Mit eurer Technologie auch? Oder haben die denn ein eigenes? Wir hatten uns das eigentlich so vorgestellt, aber das lief dann doch so ein bisschen parallel. Also meine Rennmaschinen waren dann meine eigenen gewesen, die ich gemacht habe. Und die Serie ging dann im Prinzip eigentlich eher über Derby Cycle direkt. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wie wir das einflechten, aber Focus ist ja auch ein Name eines von Ford. Es gibt ja den Ford Focus. Was hat das auch damit zu tun? Was kann man da auch vielleicht sagen, man verkauft den Namen auch an die Automobilindustrie? Ja, das hat sich so ein bisschen glücklich ergeben. Das war, glaube ich, so um Ende der 90er. Da wollte Ford halt auch Autos mit dem Namen Focus bauen, Modelle. Und da wir die Rechte hatten für Fahrzeuge zu Land, Luft, zu Wasser, gehörte da natürlich auch das Auto dazu. Und ich befand mich da auch im Ausland und der sagte zu mir, das kann gar nicht wahr sein, wenn das so ist. Ich hätte ja gedacht, das ist ja ein Sechser im Lotto. Dass das so ist, denn kann da richtig was passieren. Mir war das in dem Moment noch gar nicht bewusst gewesen. Und habe da mal recherchiert und dann gab es eigentlich nur eins, wir müssen mal zusammensetzen und darüber sprechen, ja. Und als wir uns dann getroffen haben damals in Frankfurt, wurde mir dann eigentlich dort klar, wie ernst der Lage eigentlich ist, weil da saßen weltweit die kompletten Manager von Ford am runden Tisch. Und hatten Angst, dass sie ihren Namen abkratzen müssen von den Autos. Richtig, genau, ja. Also die waren noch nicht gelauncht, die Autos, aber. Ach, und die haben dann vorher gewusst, in der Markenrecherche gewusst, okay, an dem kommen wir nicht vorbei. Genau, die hatten es zwar für irgendein Land haben es gehabt und hatten dann irgendwie hochgerechnet, haben wir sie überall. Mhm. Aber dem war nicht so gewesen. Und von daher hatten wir uns dann im Prinzip zusammengesetzt und hatten uns dann geeinigt. Und mit dieser Einigung gab es dann im Prinzip auch für mich die Option, dann auch alles zu verkaufen. Da hat man uns überlegt, ja, dann trennen wir uns von allem. Es gab damals ein Steuermodell, halbe Steuern zu bezahlen, wenn man sich vom kompletten Unternehmen letztendlich trennt und dadurch keine Einnahme mehr generiert. Dann kriegt man einen halben Steuersatz und das war dann die Motivation, sonst hätte ich Focus damals auch nicht verkauft. Hab's dann verkauft und somit war das im Prinzip eigentlich dieses Kapitel Focus soweit erledigt. Und ihr habt den Namen Focus lizenziert an Ford wahrscheinlich irgendwie? An Ford hatte ich damals lebenslange Nutzungsrechte verkauft. Also die
Also eben einmal Betrag genau. bezahlt. Ah, genau. Schade, ich hätte jetzt gedacht, man kriegt zwei deutsche Mark oder zwei dadurch, Euro dann ja schon. Aber dadurch kam natürlich Auto. Geld rein und die Firma war was wert, die du dann weiterverkaufen konntest. Genau, ja. Okay. Ich meine, das Gute war natürlich gewesen, wo du sagst, Autos lebenslang. Ich hatte natürlich vorher auch ein bisschen recherchiert und zu dem Zeitpunkt, ich hatte ja in Amerika ein Cabriolet gefahren und jetzt dachte ich mir, Mensch, sag mal, zu Ford gehört ja auch, auch Jaguar zu dem Zeitpunkt. Und dann hatten wir nachher diese Vertragsausarbeitung, die gingen eigentlich bis morgens um 1 Uhr oder was, also mitten in die Nacht. Und dann sagten die, ja, Kluge, können wir jetzt ja unterschreiben, ne? Wir haben jetzt alle Punkte soweit erfüllt. Und dann habe ich gesagt, ich kriege nicht mal ein Auto. Also ich kann da hier ohne Auto rausgehen. Was wollen Sie denn haben, ja? What do you want? Ich sage, 2 of these. Und da stand auf der Fensterbank so 2 so Mini Jaguar XKR Cabriolets. Und dann 2, also 1 für meinen Freund und 1 für mich. Und er sagt, ja, it's not possible, also ist nicht möglich, different department, aber wir können Ihnen 2 Ford können Sie haben. 2 Ford Mustang. Ich sage jetzt, 2 Ford und 2 Jaguar, da ist ja jetzt eine ganze Menge, dann war erstmal Ruhe gewesen, ja. Ja, ich sage, okay, lass uns kurz mal, denn machen wir so, 4 Ford nach Wahl. Okay, Mo. 4 Ford nach Wahl, das ist der Deal. Ja, so. Alter, ich liebe diesen Podcast. 4 Ford nach Wahl. So, what do you want? Und ich sagte, erstmal möchte ich einen haben, der schneller ist als mein jetziger, den ich habe. Was haben Sie denn? Ich sage, Audi V8. Ja, da gibt es Mustang Celine mit 500 PS. Mustang. Den nehme ich und dann noch ein Auto, was ein bisschen auffällt, war so ein Pickup, so eine Doppelachse, so für Events und dann noch ein bisschen ein Auto für den Sand, war ein Geländewagen. Und dann noch ein Bus, ein Van und es waren die 4 und die mussten dann mit dem Container nach Deutschland geschickt werden. Genau, und als sie dann mit dem Pkw-Transporter dann bei uns in Denzling anfuhren, da war natürlich erstmal ein Aufruhr gewesen, wo diese amerikanischen Kisten da vor der Tür standen, alle so in Schwarz so aufgereiht. Und ich dann gleich meinen Versicherungsmakler angerufen, ich bräuchte rote Nummernschilder. Ja, und das war... Also ein bisschen das wie gehört Weihnachten, mit zum, ja. Aber das ist ja heute wahrscheinlich gar nicht mehr unvorstellbar, dass man sowas mit rauskitzeln kann in so einer Verhandlung. Der Windhund Mike hier. Hast du einfach mit ausgehandelt? Also wenn ich mal irgendwo was verhandeln muss, nehme ich dich mit. Ja, ich meine, das war auch eigentlich eine gute Werbung gewesen für die. Und die haben einen schönen Markennamen gekriegt, den sie auch weltweit ohne irgendwelche Probleme weiter nutzen konnten. Also der Gegenwert. Aber es ist natürlich spannend, überhaupt mal in so eine Umgebung reinzugucken von Automanagern und sonst wie. Das ist ja wahrscheinlich, jetzt mal unabhängig, dass man ein bisschen Geld verdient hat damit, ist es ja wahrscheinlich auch eine Erfahrung und ein Erlebnis, oder? Also in der Liga unterwegs sein zu dürfen, das ist ganz selten. Ja, ich meine, ich hatte ja vorher auch geguckt, dass ich in der Zeit als Profi, wo man natürlich jedes Jahr irgendwie so um die 80.000 Kilometer fährt, auch einen Autosponsor zu kriegen, aber was du dafür Konzepte und Ideen und Sachen schreiben musst, um die Leute dann zu motivieren und daran zu investieren. Und auf einmal kriegst du dann 4 Autos hingestellt innerhalb von 5 Minuten. Das ist dann schon eine Ausnahmesituation und das war schön, ja. Da war der Danke, dass Einsatz, du das so offen und ehrlich hier sagst. Finde ich geil. Aber jetzt hast du 0% an Fokus und da gar nichts mehr mit zu tun. Genau. Ne? Okay. Richtig. Was sind denn so aktuelle Projekte? Ich weiß zum Beispiel, dass du ja diesen E-Antrieb auch jetzt vorhin schon bevorzugt fürs Mountainbike und solche Sachen. Da du bist ja auch heute immer noch am Tüfteln, technologiemäßig. Und ich habe mal gehört, dass du dich auch mit anderen, also jetzt mit Wasserstoffantrieb und so fürs Fahrrad, dass du dich dafür interessiert. Ist das jetzt alles so Hobby, wo du sagst, da tüftelst du ein bisschen oder ist da auch wirklich schon, sind da so ein paar Sachen in der Schublade, wo du jetzt schon Projekte planst, auch für die Zukunft wieder? Nee, also das Tüfteln und Basteln hat mich eigentlich schon immer interessiert, ja. So Sachen also Bestehende zu optimieren. Und ich habe ja mit 2 Kollegen habe ich die Bike Ovation gegründet. Da dreht es sich um das Thema Wasserstoffantrieb für Fahrräder.
Da hatten wir auch jetzt ein Projekt mit zwei Instituten, was auch über ein ZIM-Projekt gefördert worden ist, über 3 Jahre. Es war jetzt am Ende so ein bisschen überraschend für mich. Ich hatte eigentlich erwartet, dass alle Partner entsprechend motiviert sind, dass da am Ende auch genau das rauskommt, was wir vorher so ein bisschen festgehalten haben. Aber wie es halt so bei Projekten auch ist, heißt es nicht automatisch, es gibt auch dieses Top-Ergebnis, was wir besprochen haben. Und leider kam das nicht so raus, wie eigentlich die Zusagen eigentlich vorher da gewesen sind. Das heißt, dieses Projekt wird jetzt auslaufen, aber wir sind parallel schon dabei, mit neuen Partnern diese Sache fortzuführen, weil ich denke, da ist viel Potenzial in der Zukunft. Und meine Idee, warum das überhaupt damals entstanden ist, war eigentlich rein egoistisch. Ich wollte relativ unabhängig von der Reichweite der Unterstützung Fahrrad fahren können, also mit dem E-Bike. Den ganz viele Leute da draußen haben. Ja, also das heißt, die Reichweite ist der limitierende Faktor bei den Akkus. Ja, weil im Moment ist es ja so, du kannst dir noch einen zweiten Akku in den Rucksack stecken, der hat dann halt irgendwas zwischen 3,5 und 4,5 Kilo. Einen zweiten macht keinen Sinn, das ist dann einfach zu viel und dann ist im Prinzip Feierabend. Und ich würde ganz gerne, und wir sagen, ich möchte ganz gerne eine Transalp als Beispiel fahren und hab den Kartuschen mit Wasserstoff und kann die entsprechend austauschen und bin damit flexibel. Weil die das Sache, nicht wiegt, nichts wiegt. Weil es weniger wiegt und du damit halt relativ schnell auch weiterfahren kannst und musst nicht auf irgendwelche Ladezyklen und Zeiten irgendwie Rücksicht nehmen, sondern bist damit flexibel, die auch wieder entsprechend aufladbar, diese Kartuschen und dann geht es im Prinzip weiter. Ja, das Abfallprodukt davon ist nachher eigentlich Wasser. Mhm. Gut, aber der Wasserstoff muss natürlich mal hergestellt werden, aber das ist ja beim Akku genau das Gleiche, der Strom muss auch hergestellt werden. Interessant, aber habt ihr denn ein Rad gebaut, was wirklich fährt? Nee, dazu sind wir noch nicht gekommen, aber wir haben jetzt ein paar Themen, auch ein paar Tankthemen am Start, wo ich schon vor einem Jahr ein super cooles Gefühl habe und wenn wir da so weitermachen, dann ist das schon mal erstmal ein Baustein, der Das ist die größte auf, Baustelle, ist den Wasserstoff na, beides, zu bekommen? Beides, aber okay. Der wird ein wichtiges Thema und ein wichtiger Bauteil so oder so sein, um diese Versorgung zu gewährleisten. Ja, das ist so ein Teil und ansonsten habe ich auch noch andere Sachen. Ich arbeite gerade mit anderen Kollegen, mit Kobeln und anderen Achssystemen, die schneller zu montieren sind. Und auch noch ein paar verschiedene andere Projekte, wo ich aber noch nicht drüber sprechen kann. Aber alles Fahrrad-related. Also alles in diesem Fahrradkosmos nach wie vor, ne? Unter deinem eigenen Namen oder hast du da auch Firmen gegründet oder machst du das alles für dich so als parallel, verschiedene Partner. Ich habe einfach Interesse da weiterhin, die Erfahrung, die ich über die Jahre gesammelt habe, weiter einfließen zu lassen in die Industrie und finde es toll, auf Leute zu treffen, die ähnliche Visionen haben und einen hohen Anspruch. Möchte eigentlich weitestgehend in dem, was ich mache, halt auch fehlerfrei sein. Mhm. Das kriegt man heute auch gut hin, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Man muss da einfach sehr logisch mit Sachen und kritisch umgehen und die auch von allen Seiten beäugen. Auch nachher von dem Consumer, also der das nachher auch Tatsache benutzt. Man kann natürlich auch Sachen verschlimmbessern. Mhm. Oder wenn man aus Ingenieurssicht die Sachen nochmal besser macht, aber die wenigsten Leute kommen daran oder sie bringen dich eigentlich von dem eigentlichen Spaß weg oder sind nicht ergonomisch genug oder bieten dir nicht den Vorteil. Und da bin ich eigentlich sehr pragmatisch und die Sachen müssen einfach, schnell, verständlich, logisch sein und Vorteile bringen. Jetzt haben wir ja gerade diesen Gravelbike-Boom mitgemacht. Da stecken wir noch mittendrin. Das war ja so das nächste große Ding, Scheibenbremse an Rennräder und schon können die Reifen in die Breite gehen. Man kann überall fahren, weg von der Straße und so weiter.
schon eine kleine Revolution, glaube ich, dass sich da wirklich viel, viel geändert, auch im Stadtverkehr, also auch nicht nur Sportler siehst du mit Gravelbikes durch die Gegend fahren. Irgendwie hat man das Gefühl, jeder pendelt auch mit so einem Rad, egal welche Preisklasse. Hast du irgendwo das so aus deiner Sicht und mit den Projekten, die du hast, was könnte das nächste große Ding sein? Next big thing. Ist da irgendwas oder sind wir jetzt schon so weit diversifiziert, dass es ja wirklich im Mountainbike gibt es Geschmacksrichtung, Cross-Country und so weiter und Cross-Country mit Federgabel oder ohne und Vollfederung. Und E-Mountainbike ohne E. Mit E, ohne E, jetzt E auf Rennrad-Gravel eher so ein gar nicht erfolgreich, habe ich das Gefühl aktuell. Aber trotzdem haben wir ja so viele Geschmacksrichtungen beim Fahrradfahren, dass wir jetzt am Ende sind oder kommt da noch irgendwas Großes? Also ich glaube, wir sollten erstmal total happy darüber sein, was wir heute mit dem Fahrrad eigentlich erleben können, erleben ja, dürfen ja, und wo wir vor allen Dingen stehen und welche Präsenz wir auch haben. Das ist sicherlich auch sehr viel dem Corona-Thema geschuldet, weil auf einmal Leute irgendwie festgestellt haben, wie toll es ist, sich in der Natur mit dem Rad zu bewegen, statt im Auto irgendwie im Stau zu stehen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln seine Zeit zu vergeuden, statt die vielleicht in einer gewissen Aktivitätsverbindung von A nach B zu nutzen. Also das hat uns extrem gut in die Karten gespielt. Und deswegen hat das Fahrrad heute einen ganz anderen Stellenwert. Und Ideen, die man vielleicht vor 15 Jahren hatte, da hat man dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und heute wird es relativ schnell verstanden, was da für eine Power hinter ist. Auch die Mobility ist in dem Fall auch nochmal ganz anders angestiegen. Ich hatte mir schon vor 7 Jahren auch E-Bikes gewünscht, also Mountainbikes mit Schutzblechen. Da hatte man mich noch ausgelacht irgendwie. Mike, du bist ein bisschen älter, du musst irgendwie wahrscheinlich, willst dir den Po trocken halten oder was. Weil es jetzt aber, zwei Begriffe waren, E und Schutzblech. Genau, weil einfach diese Räder kosten mehr und dann möchte vielleicht der eine oder andere es auch zum Commuten benutzen. Das heißt also, der muss natürlich auch mit dem Rad auch sauber zur Arbeit hinkommen. Und das war auch schon ein Thema, was ich damals auch bei Crossrädern schon haben wollte. Also schon zu meiner aktiven Zeit, weil das hat mich geärgert. Du hast ein schön weißes Weltmeister-Trikot. Und das Ding ist im Crossrennen so schnell eingesaut, dass man deine Sponsoren nicht mehr auf dem Trikot erkennt. Ja, das ist eigentlich schon damals. Ich habe, glaube ich, heute noch zwei große Radkartons mit verschiedenen Schutzblechmodellen, die ich mir mal angebaut habe, wo es nichts hat so wirklich richtig gehalten. Ja. Und das hatte ich mir eigentlich auch bei den Crossrädern gewünscht, dass man dort richtige Buchsen dran hat, um so einen Schnellverschluss für Schutzbleche zu montieren. Das ist auch noch ein Thema, was mich auch heute noch und wieder beschäftigt. Und da sind natürlich die Gravelbikes auch wunderbar in diese Kerbe vorgestoßen, ja, ja. Weil da hast du ja im Prinzip diese ganzen Mounts für auch nochmal extra Packtaschen, um halt auch draußen in der Natur eigenes Abenteuer zu erleben. Ich glaube, Kai Hundertmark ist ja auch ein Freund von mir, der ist ja auch da wahnsinnig verrückt. Der war hier auch beim Podcast. Ich weiß. Achso, hast du auch gehört? Habe ich gehört, ja. Und ja, der macht es auch ganz, ist da total euphorisch hinterher. gut, er ist vielleicht nicht so viel Cross gefahren wie ich, deswegen bin ich da ein bisschen mehr erschöpft von diesem Thema. Aber kann ich mir auch gut vorstellen, vielleicht sogar im Sommer mit ein paar Jungs, wollten wir von hier nach Kreta mit dem Rad fahren, mal gucken, ob das wirklich stattfindet. Ist natürlich auch eine ganz schöne Hausnummer. Aber, das heißt, das Thema Bikepacking wäre dann das erste Mal für dich? Das wäre das erste Mal, ja. Aber okay. Das musste auch, also Voraussetzung ist, dass das Wetter in Ordnung ist. Also ich werde definitiv nicht mit irgendwelchen Regen oder irgendwas, dazu habe ich in meinem Leben also darfst du nie mit im Dan Crosssport. Fahren. Ist es bei dir egal oder was? Ich kriege immer diesen Karlauer von Ingo aufgedrückt. Er hat ein bisschen recht. Ich habe wirklich, letztes Jahr habe ich viel Pech gehabt. Alles, was ich so gemacht habe, war im Regen. Nein, ich war 7 Tage in Skandinavien, es hat nur einen Tag geregnet. Also das war, aber ansonsten habe ich ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter und dann hat man diesen Stempel, ne? Wenn man mit Dan fährt, Regen vorprogrammiert. Was ich aber witzig finde, ist, wenn man jetzt deinen Namen hört, Mensch, Mike Kluge und Cross und Weltmeister und hier und da, alle verbinden Cross mit Matsch und Regen und Dreck und alles und du hast aber null Bock drauf. Die Frage am Anfang, die AB-Frage, ja. Schönwetter, sofort. Also da,
da bin ich ja enttäuscht. Ich hätte ja gedacht, das hast du im Gehen. Ja, überrascht ich, zumindest. Ich sagte, das mit dem Winter, ich hatte auch immer mit kalten Händen und mit kalten Füßen zu tun und ich bin eigentlich nicht so eine Winterperson, eigentlich eher Sommer. Ja, deswegen war auch als damals das mit dem Mountainbiken. Das ist auch völlig okay. Ich hatte nur so, man hat so ein Bild, ne? Ja. Wo ich denn in Berlin dieses erste Weltcuprennen gefahren habe und bin dort Zweiter geworden, Mountainbike. Und die fragten, ja, fährst du jetzt weiter? Und ich sage, ich fliege jetzt wieder zurück nach Kalifornien. Das war. Ja, willst du nicht hier Rennen weiterfahren? Ich sage, wo sind denn die überhaupt? Ja, die sind in Australien und Südafrika und Amerika. Ich sage, Moment, da mal im Sommer. Ja, ja. Also ja, das ist ja. Das ja, wieder das dein Ding. Genau, ja, war ja das wäre ja genau meine Sportart. Ja, und raus aus dem Cross im Winter mit dem Schlamm, wo du irgendwie nach dem Rennen noch deine Räder in der Kälte einpacken musst und die Duschen kalt sind. Und also das war wirklich, muss ich sagen, das war eine brutal harte Zeit mit dem Cross damals. Also ich war ja nie so unterwegs wie Profis heute. Ne? Die fahren ja mit den größten Mobile Homes an die Rennstrecke. Die haben 5 Betreuer, denen die Wünsche von den Lippen ablesen. Ich habe das damals mit einer Person noch gemacht, ja, und mit 4 Rädern und musste mein eines Ersatzrad noch selber noch bis zur Rennstrecke mitfahren. Na, waschen nicht, aber das wurde schon gemacht, aber das war ganz andere Art, wie ich das machen musste. Und deswegen bin ich auch von diesem Extrem auch, habe ich für den Rest meines Lebens genug. Also wenn ich sowas mache mit Bikepacking, dann muss aber auch Rückenwind sein und das Wetter muss entsprechend dufte sein. Trainierst du denn jetzt auch mal drin, dass du sagst, auf der Rolle Zwift und sowas, oder ist das, trainierst du überhaupt noch? Da bin ich leider überhaupt nicht der Typ dafür. Also okay. Fahrrad fahren und nicht von der Stelle kommen, macht für mich Früher Sinn auch nicht, auch nicht, wenn es sein musste? Doch. Ich habe das damals auf der Rolle gemacht, da machst du ja Frequenztraining. Ja, ja. Und das war dann praktisch dreimal in der Woche nach jeder Trainingseinheit im Keller nochmal auf der Rolle, eine halbe Stunde, mit dem eigenen Programm, was ich jetzt zusammengestellt habe. Und das war wirklich rein Mittel zum Zweck. Ansonsten habe ich einfach gemerkt, ich habe das auch mal erlebt, wo ich vor der Ventura mit dem professionellen Guide gefahren bin, der auch so Kurse gegeben hat, Indoor-Kurse, am Tag irgendwie so 7 oder 9 Kurse. Und den hatte ich so einfach abgehängt, aber in einer Phase, wo ich gar nicht mehr wirklich fit war. Und der war total enttäuscht, weil er sagte, er fährt nun so viel, da seine Spinningräder und gibt so viel Trainings und hat aber trotzdem nicht annähernd die Fitness, die ich habe. Klar, draußen mit dem Windwiderstand und so weiter hast du natürlich auch eine andere Belastung. So wenn du Indoor bist und du schwitzt relativ schnell, also dein subjektives Empfinden ist, du machst schon viel mehr, als du wirklich machst. Und ja, deswegen habe ich mir gesagt, ja, wenn ich bin da effizient unterwegs und dann gehe ich lieber raus und ziehe mich ein bisschen wärmer an. Und du fährst jetzt denn auch noch regelmäßig Rad und trainierst? Also trainiere nicht mehr, aber ich fahre. Wenn ich meine Events habe, dann fahre ich natürlich ein bisschen mehr, weil ich möchte nicht so sehr die Batterie gleich beanspruchen. Also halte ich mich schon so weit fit und ich fahre ja auch Rennrad genauso oder jetzt auch im Winter, wenn das Wetter passt, wenn es nicht regnet. Heute habe ich natürlich dann schon so meine Möglichkeiten, Schutzbleche zu montieren, damit ich da entsprechend sauber bleibe. Ja. Weil das will ich mir eigentlich schon erhalten und das sind Sachen einfach, die Technologie, die haben wir heute und die macht es angenehmer und ich möchte nicht mal ewig sitzen und meine ganzen Sachen und Rucksack alles von dem Schlamm befreien, sondern. Genau meine Liga. Bei Dan genau umgekehrt. Der fährt immer ohne. Ich glaube auch, ich muss, wenn es regnet oder Matsch unten im Wald oder so, mir reicht ein so ein Schutzblech hinten erstmal nur. Das ist als nächstes, Ja. Ich habe jetzt zumindest so einen kleinen S-Saver am Sattel. Ja, da geht ja alles dran vorbei. Zumindest im Wald. Gut, ja, dann haben wir, glaube ich, alles soweit besprochen. Was für viele Insights hier. Vielen Dank. Also, haben wir irgendwas vergessen? Eigentlich nicht, ne? Hier mal nochmal dieses Event-Thema. Also diesen Jahr mache ich ja wieder 3 E-Bike-Events, 2 in Südtirol im Garmisch-Kirchhofen, 1 im Robinson-Landskron, Österreich. Da sind noch ein paar Plätzchen frei. Mhm. 12 Leute maximal. Geht man auf deine dabei. Webseite? Genau, auf meine Webseite mike-kluge.de. Gerne hier noch ein bisschen Werbung machen für die Community.
Und dann haben wir da eine dufte Zeit für eine Woche und vor allem ist auch wieder eine ganze Menge gelernt, was man mit nach Hause nimmt und was einem sicherlich irgendwann mal im Leben helfen wird. Na, das ist spannend. Das heißt, die Teilnehmer, die nehmen richtig was mit nach Hause wahrscheinlich, ne? Wir behalten das auch mal. Wir unterhalten uns auch mal, ob wir nicht irgendwas hier mal veranstalten. Musst du noch mal in den Deister kommen, den kennst du ja gar nicht. Das ist das kleine Gebirge bei Hannover. Aber da kann man auch viel Spaß haben. Ja. Gerne. Und euch beide hatte ich ja auch schon vorher mal gesehen durch Zufall. Da ging es mal um das Thema. Das hast du mir vorhin im Auto erzählt, als ich dich vom Bahnhof abgeholt habe. Reifendurchmesser, Rollwiderstand, das breite Reifen nicht unbedingt. Und ich bin ja damals schon, ich sage jetzt vor 30 Jahren, schon 25er Reifen gefahren. Da fuhren die meisten noch auf 21, weil sie sagten, nee, die wollen keine breiteren Reifen mehr haben. Oder auch beim Zeitfahren hatte ich auch damals, als ich die Hanker Kupfernagel für das Zeitfahren in Stuttgart vorbereitet habe, habe ich gesagt, wir fahren auf dem Vorderrad einen breiteren Reifen als auf dem Hinterrad. Und dann fahren wir den vorderen Reifen auch mit weniger Reifendruck, damit du die Hochgeschwindigkeitskurven praktisch ohne Bremsen fahren kannst. Ja? Weil wenn du vorne drauf liegst, ist ja der einzige Dämpfung und Komfort kommt aus dem Reifen. Und bei Zeitfahrrädern hat man ja gerne immer so 8,5 bar gefahren, da ist der Reifen natürlich tot, ja, und deshalb ist kein Komfort. Ein größeres Volumen, ein bisschen Reifendruck raus und dann kannst du einfach eine viel höhere Kurvengeschwindigkeit halten, kommst dann mit mehr Speed aus der Kurve raus und das, ja, addiert sich natürlich mit jeder Kurve. Hast du sie trainiert damals, als Trainer auch? Naja, ich habe das haben wir gar nicht besprochen, also warst dann auch eine lange Zeit, glaube ich, Weltmeistertrainer, wenn ich es... Ja, sie ist in der Zeit, ist sie dreimal Weltmeisterin geworden, zweimal Cross und einmal damals in Stuttgart beim Zeitfahren. Der Straße. Ja, hat bestimmt auch Spaß gemacht. Aber das ist natürlich cool, die Erfahrung aus deinem Training und sowas mit Reifentechnik und dann noch die Fahrtechnik, die du ja wahrscheinlich noch beigebracht hast. Finde ich ja trotzdem auch ganz niedlich, dass du gesagt hast, auch die beiden, die, wo ich beim Podcast bin, die habe ich schon mal gesehen bei YouTube. Das ist eigentlich ganz niedlich. Ja, da habt ihr mir aus der Seele gesprochen. Ja? Da hatte ich auch damals auch probiert, die Leute zu überzeugen, aber das war damals wie eingemeißelt, das muss ein dünner Reifen irgendwie sein und wie gesagt, der Komfort ist doch irgendwie viel besser, ja. 650B auf dem Gravelbike, fährst du sowas auch oder bist du da eher so der 40 mm 28 Zoll Typ? Also eher 28 Zoll. Ja, okay. Na ja, gut, mit der Fahrtechnik kannst du auch. Du steckst uns schon in eine Tasche. Kann man das auch. Aber jetzt, das kribbelt tatsächlich in mir. Richtig, also jetzt haben wir jetzt nicht die Möglichkeit hier, aber ich hätte schon mal Bock, zusammen eine Runde zu drehen und mal gucken, was du so kannst und wo ich nur staune. Gut, also dann vielen, vielen Dank für alles, auch für die tollen Anekdoten, viele, viele Insider. Sehr also, gerne. Ich hoffe, es hat euch da draußen auch so gefallen und war so spannend wie für uns. Ja, und dann sehen wir dich hoffentlich irgendwann wieder. Was hören werden wir da sicherlich immer noch und wer weiß, was da als nächstes noch an Produkten auf uns zukommt. Halt uns auf den Laufenden. Ja, ich bin auch gespannt. Okay. Gespannt bleiben. Alles klar. Danke fürs Zuhören für alle. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.